Sodele, weiter geht das hier. Jetzt muss ich mal gucken. Hier habe ich ja nur angefangen letztes Mal. Beziehungsweise wollte ich ja nur kurz anfangen und dann sagen, so, Rest machen wir beim nächsten Mal. Das heißt, wir müssen hier einmal alles gleich machen. Übrigens, ich lade das Ganze hoch für diejenigen, die fragen. Das wird hochgeladen, sofern das mir möglich ist. Man weiß ja mal nicht. Was ist er denn? Ach, aber, ja Mensch. Aber gut, dass er mir zeigt, wie das geht. Ach, das sind die Goblins. Die Goblins, die mir zeigen, wo hier, wo Sachen machen, wegen Zeit und so. Ja, aber was ich gesehen habe, die Trophäen sind scheinen echt einfach hier. Die Narren in dieser Welt sind unbesiegbar, aber das heißt nicht, dass du sie nicht angreifen solltest. Das hört sich doch gut an. Das hört sich irgendwo bescheuert an, wenn ich das mal so sagen darf. Aber, ne, ist die Meinung eines einzigen Schorschmanns. Von daher. So. Ja, also ich werde wahrscheinlich dann einmal die, sobald wir es können, einmal zurückreisen. Aber ich sag mir, gut, jetzt, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch einmal kurz, hier die Hauptworld auf Dings machen. Damit wir das einfach vom Tisch haben. Ich jetzt noch treffen könnte, wäre natürlich richtig gut. Sodele. Ja, Captain Wonky. Wieso hat man euch überhaupt erschaffen? Das ist mir ein Rätsel. Aber ihr habt nicht vor, den wieder... Nee, gut. Verstehe. Verstehe, worauf das hinausläuft. So kann ich spielen. Ich meine, ich kriege jetzt ja allein schon Trophäen dafür, dass ich Zeug nebenbei mache. Jacques, ich glaube, das ist der Boss hier, ne? Ach, guck mal. Na gut, wenn wir schon mal hier sind. Sehr gut, Spyro. Dass dies Heimatwelt ist, nicht gerade der freundlichste Ort, den ist bereit zum Abflug? Nein, ich will weder noch, du Dösbaddel. Ich will nach Estinien. Angel, ich verstehe dich. The stuff is good. It's the good stuff. Gab es schon einen Spyro-Stream? Ja, gestern. Gestern gab es den ersten. Da haben wir dann quasi soweit alles schon mal gemacht. Die ersten drei Welten, nee, vier Welten, habe ich da komplett gemacht. Beziehungsweise ich muss jetzt nochmal zurück, weil es halt so Achievements gibt, wo man anders machen muss. Das ist ganz weird. Ich muss ein Looping um so einen Reifen machen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier in eins der Fluglevel. Es gab Geld. Oh yeah. Das kann ich am nächsten Monat auch wieder sagen. Da läuft alles wieder gut. Ja, also sorry, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen... hier mal meine Trophäen gucken muss. Aber... das könnte man hier gut machen. Nee, das ist schon ein Nachtflug. Das ist ja hier gar nicht. Also entweder erwarten sie nicht, dass man hier das, das Fluglevel überhaupt findet. Na gut. Steinhügel. Steinhügel war es, ne? Ich mach's mir aber auch wieder umständlich, ne? Ja, Steinhügel. Anstatt dass ich mir einen Guide irgendwie nebenbei aufmache oder so. Was ist mit dem Spiel geht, wenn nicht. Ohne Scheiß, du hast nie Spyro gespielt? Man muss Spyro erklären. Now I feel old. Jetzt fühle ich mich richtig alt. Vor allem, ich brauche den Job, weil nächstes Jahr kommt so viel Zeug raus, wo ich unbedingt haben will. Hier soll ich einfach nur Schafe grillen. Das sollte das geringste Problem sein. Oder gilt das für euch? Haben wir zwei. Drei. Dass sowas eine Trophäe ist, ne?
Nur mal so nebenbei angemerkt. Dass das allein eine Trophäe ist. Einfach, dass du die Schafe anzünden sollst. Aber gut, wahrscheinlich haben sie sich einfach ein bisschen was ausgedacht, damit man da wenigstens was zu tun hat. Weil nächstes Jahr wird an Gaming bei mir teuer. Einfach, weil so viele Games rauskommen, die ich haben will. Da eins. Komm mal her. Tanz an. Du auch. Da. So. Jetzt habe ich aufgehört zu zählen. Da dürften eigentlich nicht viele fehlen. Ich glaube, ein oder so. Zwei. 19 und alte Frau. So in etwa. Aber ich denke mal, hier oben sind noch irgendwo welche. Ich meine, hier glüht das Grün so grün. Ich hab 8. Okay, dann. Ach, guck mal, da vorne. Da sind sie doch. Ha! Schafkebab. Alter, heißt das doch noch Schafkebab. Ach ne, warte, was meinst du so schwer? Ich kann doch. Level verlassen. Brauch doch gar nicht mehr. Angetrauter Kenny. Echt? Wow. Okay. Ich dachte mal, Spyro wäre so ein Grundbegriff gewesen. Sag ich dem Motto, no need for explaining und so. So. Ja gut, die Aufnahme habe ich auch an. Ich habe nämlich gerade gedacht, ich habe das vergessen. Ja, und nochmal sorry, dass ich hier jetzt, ne. Ich bin halt so ein kleiner Achievement-Suchti. Looping um einen Bogen. Gab es hier in einem... Ich glaube, hier gab es gar keinen Bogen. Nachtflug, kann ich das? Stimmt, hat man mir ja gesagt, ich kann einfach so in die Level. So geht auch so viel schneller. Nee, Spyro ist basically ein Action-Adventure-Plattformer-Fliegeding. Hier soll ich irgendwie Feen grillen. Ach, guck mal, ich habe unendlich Zeit, weil ich es einmal durchgemacht habe. Ha. So? Oder um einen Bogen? Einen Ring? Mach einen Looping? Oder sind die damit gemeint? Hm. Was ist denn damit gemeint jetzt? Also ich finde es ja schön, dass ich hier einfach die Zeit meines Lebens haben kann, also dass ich kein Zeitlimit habe. Und ich meine, das ist doch ein Looping, ne? Das ist Barrel-Roll, das ist was anderes. Das ist eigentlich kein Looping. Vielleicht ein Torbogen? Ja, aber eigentlich gelten die hier als Bogen, also... Weiß auch nicht. Was sagt das Achievement genau? Trophäen. Was sagt das genau? Mache ein Looping um einen Bogen. Ja, das ist es doch eigentlich. Hm. This is weird. Ah, da. Dass man die überhaupt rösten kann, ey. Davon nur alle finden. Das könnte witzig werden. Ein Bogen, ja. Was ist denn sonst ein Bogen? Oder habe ich einfach eine schlechte Auffassung von einem Bogen? Ich weiß ja nicht. Später war beim Friseur. Ein Friseur? Achso, ja. Kein Ding, du hast nicht viel verpasst. Vielleicht 10 Minuten Gameplay oder so. Ich suche nämlich gerade hier die Feen, die ich grillen soll. Und ich frage mich, warum es nicht anerkannt wird, dass ich ein Looping durch einen Bogen mache. Du brauchst... Was? Einen Eisenbahnbogen.
bin Welt 1. Aha. Okay, dann muss ich doch nochmal in Welt 1. Aber erstmal muss ich sowieso jetzt diese Feen finden. By the way, danke für die Bates auf jeden Fall, du. Ne Bugatti. Ich sehe das jetzt erst. Schreibfehler. Witzig. Nur noch da immer im Original, im Looping. Also müssen wir tatsächlich im ersten Level da nochmal. Erstmal muss ich sowieso hier jetzt die Feen finden. Choose your fighter. Spinch. Oh, dieser Tweet, ey, der ist so dumm. Ja gut, das löst schon mal ein Problem. Das heißt, ich muss nur noch hier jetzt, das heißt hier nur noch, also an sich nur noch diese Dings finden. Hey, Keks. Ey, ja. Ey, ja. Ja, by the way, ich habe vergessen gestern mit hier, du wolltest auch wegen Webcam und so. Habe ich total verplant. Machen wir nachher. Bin ja auch noch gerade am Aufräumen hier bei mir. Eigentlich sitze ich gerade rum seit einer halben Stunde. Versuch mich nochmal dran zu erinnern. Ja, ich muss mir gleich einfach meinen Arsch hochkriegen und weiter aufräumen, weil morgen kommt Jazz vorbei. Ach so. Ich fliege hier schon rum, aber jetzt ist die Frage, wo sind noch mehr von diesen. Von den Feen. Ich glaube, ich habe jetzt einmal eine ganze Runde gemacht. Die haben auch eine beschissene Renderdistanz, muss man ja mal sagen. Hm. Gut, wollen wir noch mal gucken. Gucken wir uns innen drin noch mal ein bisschen mehr um. Ich gehe mir mal kurz meine Chemieplörre holen. Ja, hol dir mal deine Chemieplörre. Wie hol es sagen würde. Ja. Also wenn ihr. Ah, hier! Ah, schön. Das war's sogar. Das ist Sonnenflug. Das ist der Easy. Welcome! Hört man aber welcome! Ja, das war der SMS-Klingelton. So, nee, ich habe mir heute hier diese Dreh- und Trinkdinger geholt gehabt. Deswegen Chemieplörre. Ach so. Wow, das. Okay, mehr muss man gar nicht machen. Muss man da dumm rumfliegen, ey. So easy. Um einen spottenden Gnorg loszuwerden. Okay. Gut. Okay. Das heißt, ich brauche so einen spottenden Loser und eine Kanone. Das sollte machbar sein. Oh, by the way. Da, wo bei mir gestern der Zahnarzt noch zugange war, ne? Da ist jetzt irgendwo an dem Zahn so eine voll scharfe Stelle. Das nervt voll. Wo ist eigentlich Sparks? Sei froh, dass du ihn nicht siehst. Also es wird sich entweder abnutzen oder du musst ja nochmal zum Arzt. Ja, zum Arzt muss ich sowieso nochmal, also das haben wir mir eh gesagt. Aber die haben gesagt, ich soll mich melden. Also sobald ich halt weiß, wie meine Arbeitszeiten sind. Weil aktuell weiß ich den ja nicht. Apfelkirsche. Oh komm, ich nehme als erstes Waldbeere. Die gute alte Chemieklappe. So gut, so alt, so chemisch. Okay, der hat jetzt nicht gespottet. Zutaten, Quellwasser, Zucker an zweiter Stelle. Apfelsaftkonzentrat, Brombeersaft, Waldbeere. Jo, taunte mal, Junge. Waldbeere und da ist Apfelsaft drin, geil. Ja, kannst mal sehen, da ist Saft drin. Also hey, kann es nicht schlecht sein. Es sind keine E-Nummern mehr drin, wie früher. Oh, da. Sorry, da werden sie dir den Arsch zer... Ach so. Okay, warte mal. Genau. Ich habe zu meiner Freundin aus Amerika ja auch so Dreh- und Trinkdinger gesendet gehabt. Sie probiert das. So, boah, ist das eklig! Ist das süß! Also ja, Alter. Herzlich willkommen. Das ist so Kindheit bei uns gewesen.
Boah, du kriegst die Kanone voll in den Arsch, Junge. Alter, wer kommt auf sowas? Wie kommt man auf sowas? So, Stimme gegen einen Geier, das ist... Wo war denn das? Warte mal. Trockene Felsschlucht war das, glaube ich. Wo die Geier waren. Da sind die Geier! Sniff. Der Teil schon durch? Nein. Ich wollte halt nur Zeug in den ersten Welten, wo Trophäen sind, wollte ich halt nur abgehakt haben. Deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt einmal fix und dann haben wir das von der Liste. Oh, by the way, ich beiß mir gerade voll auf die Zunge, das ist voll nervig. Hast du wieder Betäubung drin, ne? Nein! Stürme ein Geier. So. Apropos Zungenbrecher, wobei wir ja gestern bei waren. Die Kids bei mir in der Arbeit kamen heute auch mit mir zu Zungenbrechern zu mir. Oh Mann. Aber die natürlich mit diesem typischen Wirbel, sowas wie Fischer's Fritz und sowas alles. Achso, diese Low-Tier-Dinger. Ja, nur da kann ich ja schlecht ein weißer Whisky mit einem Mixed weißen Whisky. Ja, weil das ein anderer Grund ist. Ja. Rissseite für den Kristallflug. Easy. Wo ist Kristallflug? Hier, Reisen. Was ist das für eine Anzeige im Chat? Habe ich was verpasst? Ja, das ist ein Charity-Event von Dings. Von Twatch. Wenn du Bits spendest und ich glaube, du musst dafür Hashtag Charity eingeben, dann wird ein Prozentsatz davon an Direct Relief gespendet. Was an sich ziemlich cool ist. Ich habe zwar keine Ahnung, was die machen, aber es ist eine Charity, also kann es nicht so schlimm sein. Ich habe es mir nicht komplett durchgelesen, deswegen, sorry. 40%? Fancy. Exploring. Da siehst du. Der Shero, der macht das richtig. So, wollen wir mal gucken, wo sind denn hier die... Ich wünschte, man könnte irgendwie schneller fliegen, ey. So ein bisschen. Aha! Das eine. Problem ist halt, man hat immer keine Ahnung, wie viele es von diesen Feen wirklich gibt und wo die sind. Gute ist, man hat unendlich viel Zeit. Okay, der Apfel dreh und trink. Das war easy. Das waren zwei Feen. Reste von Leuchtpilze in Monster Maker. Le easy! Deswegen, ich greife einfach gerade nur Trophäen ab, die eigentlich total easy sind. Und ich glaube, ich weiß auch, wo ich das mit den Raketen machen kann. Sofern das noch geht. Ich weiß das gerade gar nicht. Ich hoffe, das geht noch. Weil Raketen gab es in Monster Maker, Monster Mash irgendwo. Der Keks, das ist dein Mikro so. Ich habe Lautsprecher an. Ah, das erklärt alles. Deswegen ist mein Mikro so überempfindlich im Moment. Ah, yes. So, leuchtende Pilze anzünden. Habt ihr doch schon mal gesehen hier? Ach, da oben zum Beispiel. Die Frage ist, wie komme ich da oben hoch? Oh. Das geht nicht. Hashtag Charity Hure. Hashtag Charity Hure. Ja, man hört mich ein bisschen zweimal. Also, ja. Kann ich nichts machen, nicht? Komm ich nicht hoch. Ach ja. So, müssen wir die irgendwie spontan saugen. Die Locations in Chathound? Naja, noch nicht. Da hinten habe ich einen gesehen. Aber das scheint ja wenigstens mal was zu sein, wo man sich tatsächlich... Aha!
wo man mal minimal ein bisschen nachdenken muss. Oder zumindest ein bisschen suchen muss. So, da ist Nummer 2. Erstmal die Sau. Wo kommt die Sau her? Ist das immer... Kommt es noch so gerade vor oder ist das immer hinter Leveln? Wenn ja, dann wäre das ziemlich smart. Once mad fella, he felt smart. Das ist Nummer 3. Auch relativ hinter einem Level gewesen. Da fehlen noch 2. Wählen Sie Nummer 2, my lord. Ich nehme die 3. Gut gewählt, um zu lenken und nicht um zu denken. Und was bist du? Imitator. Und was bist du, ein Schaf? Und kann man davon leben? Ich bin Imitator. Man kann es mit der Spezialisierung auch zu weit treiben. Entschuldigung, ich habe zu viel Känguru wieder gehört. Ha, Känguru toll. Okay, ich würde gerade nur... Ach ne, hier. Ich komm doch hier so easy hoch. Man kann es sich auch schwer machen. Was willst du? Wenn ich über Silvester zu dir wiederkomme, machen wir dann einen Open Schnick. Wir können gerne einen Open Schnick machen. Gut, wir machen einen Open Schnick. Ein Open Schnick. So in der 15, 3 Sekunden an das... Also ich gehe mal davon aus, so wie das hier gesortiert ist, dass das auch hier ein Monster Maker sein soll. Oh, warte mal. Ich mach mal kurz einen Chat an. Das müsste... Hochlanddorf? Hast du mir genauso ein bisschen Bits gegeben wie dir gerade? Was meint er so? Warum gibst du mir so wenig, nur 10 Bits? I was like, what? Alter, hätte ich direkt wieder zurückerstattet. Direkt wieder zurückgenommen. Sag dir mal, du suck a dick. Alter. Ernsthaft? Alter, so. Solche Vollidioten gibt's. Man kann auch froh sein über jeden scheiß Bit, den man bekommt. Echt mal. Es ist nicht selbstverständlich, dass man Geld von anderen Menschen kriegt. Eben, weil an sich, ich sag's immer wieder, auch wenn Draghi das anders gesehen hat, weil Draghi hat mir gestern nochmal so eine Nachricht geschrieben, also geschickt auch von allem. Und ja, auf dem technischen Standpunkt sitze ich hier und zock einfach nur. Also, ne? Da ist jetzt nichts, wo man irgendwie für studiert haben muss. Mein gut, ich habe eine Macke, das auf 100% zu machen, aber das ist was anderes. Aber weil ich weiß auch noch hier von wegen, als wir hier bei mir zu Hause den wir spielen Brettspiele-Stream gemacht hatten. Ach, wo wir einfach nur dumm rumblödeln waren. Ja, hier von wegen, ja, um dass ich da so einfach nur so 10 Euro zusammengekriegt habe, das war auch schon so, ey, geil. Das war so, ich appreciate das so hart. Appreciate, capisce. Weil ich denke auch so von wegen so, wenn mir wer was spenden will, das ist dann auch wirklich so, wenn man das unbedingt will, soll man es machen, aber man muss das nicht zwingen und dann ist mir auch noch falls egal, wenn mir wer Geld geben wollen würde, wie viel diese Person mir gibt. Weil, sorry, das ist... Ich komme darauf nicht klar. Okay, die Raketen sind noch da. Gut, ich muss also mit Turbo quasi... Shadows wird gefragt, wie man Bits zurücknehmen kann. Kann man nicht. Das ist das Problem an der Sache. Hm? Habe ich eine Rakete nicht getroffen? Doch, ich wollte gerade sagen... Oben war, glaube ich, gerade eine Rakete, nee, ich habe 3, ich habe 3, das hat noch ein bisschen gedauert. Achso. Okay, aber wo ist das mit dem Huhn? Wo ist ein Huhn gefangen? Das ist auch selten. Nee, das hat eigentlich nie, das ist nicht selten. 43% ist nicht selten. Okay. Willst du mal was Seltenes sehen? Warte mal. Weil da steht halt selten neben, deswegen... Alle Achievements hier, ultra selten. Egal. 1,8%. Bewerf ich für meine Schande dich mehr ab, grad el grad, Hashtag Charity. Hashtag Charity, Hauptsache Hashtag Charity. Also Leute, wenn ihr Bits spendet, benutzt bitte Hashtag Charity am Ende. Oder irgendwo drinne. Das hier sind seltene Trophäen.
Okay. Nee, wo war ich? Wo ist das oh, mit dem... Oh, das war Resident Evil Zero. Ach. Ja, Zero hat so ein paar schöne... Oh, ja, ja, oh. Da sitz ich ja dran. Nur ein paar Mal, darfst du die Truhe benutzen oder nur so und so viel Heil-Items. Das ist brutal, ist das. Truhe hast du ja bei Zero gar nicht. Eine Truhe besitzt du bei Zero. Ja, das war, glaube ich, bei Resi 1, ja. Bei Resi Zero hast du ja zum Beispiel ja auch ein Achievement von wegen, du darfst alles nur mit dem Messer durchspielen. Oder so. Da fehlt noch einiges. Befreie einen Huhn. Kann mir wer sagen, wo das ist? Shadow? Yes. Nebliger Sumpf. Willst du eigentlich noch Zero weiterspielen in einem Stream? Nö, oder nö. Gut. Nee, ich will nur nachfragen, damit nicht, dass ich das dann auf einmal nächste Woche Dienstag machen würde und auf einmal dann von dir kommt so, ich will das aber streamen, du bist blöd, ich mag dich nicht mehr. Entschuldigung, das ist nur so... Das mach ich so nur bei Vivi, weil sie mir meine Zuschauer wegnimmt. Ey, Vivi ist ja auch Fame. Ja, eben. Alter, das ist, ne? Ah. Okay, das war easy. Wow. Okay. Ich glaube, wir haben soweit jetzt alles nachgeholt. Hat nicht mal, hat vielleicht knapp eine halbe Stunde gedauert. Nice. So, und jetzt können wir ganz normal weiter zocken. Ja. Hast du so, ich geh doch mal zu Vivi. So gut, hast du jetzt die meisten oder wie? Auf jeden Fall alles bis zu dem Punkt hier. Weil es kommt immer drauf an, manchmal sind Trophäen einfach quasi der Welt nachgeordnet, sag ich mal. Ah. Und jetzt wäre ich an dem Punkt, wo ich sowieso bin. Also kann ich auch ganz normal weitermachen und dann gucken, was mir dann fehlt. Außer dann geh doch zu Vivi! Dann geh doch zu Vivi! Oh Gott. Dann geh doch zu Netto! Dann unterstützt doch scheiß Arbeitsbedingungen! Ich hatte die scheiß Arbeitsbedingungen mit Lidl. Auch. Jo. Ich weiß, diese Dämonenköter, die kommen hier irgendwo in einem Level. Aufraffen zum Aufraufen. Ah, gerade spannend. Leise ist Multi-Twitch. Das ist ein guter Mann. Der Shadow ist ein guter Mann. Mhm. Wir sind ein bisschen dumm im Kopf. Alter! Oh, ne Penner, ey. There we go. Weiß gar nicht, ob die Welt hier noch irgendwelche Level hatte, wo richtig scheiße waren. Real hat ein scheiß System. Guck mal, von Real habe ich gar keine Ahnung. Ich habe ein Real so ein paar Bahnstationen von mir entfernt. Oh geil, kann ich jetzt die Ionenkanone benutzen? Oh geil, jetzt darf ich die Ionenkanone benutzen. Das ist meine Ionenkanone, Bild. Dankeschön. Meine Ionenkanone. Hallo Spyro, du hast es geschafft. Das habe ich erst, wenn ich Nasty Nog gegrillt habe. Oh shit. Richtig pissig, der Boy. Ach shit, warte mal. Nee. Hatte die schlechten Arbeitsbedingungen, Lidl dafür Vorwürfe Richtung Überwachung des Personals. Ich bin ganz ehrlich, wie Überwachung des Personals stört mich ehrlich gesagt nicht mal. Ich meine, wenn's Sinn macht, dann ja, aber... I was fucking pissed. Aber beim Lidl, das war aber nur in einer Filiale. Ja, eben. Das ist ja auch nicht in der Filiale.
weil man, es gibt so eine solche, dann gibt es noch ganz andere, aber das sind die schlimmsten. Ja, das sind mir die liebsten. Und dann gibt es mal hier meinen Filialleiter, der sich denkt so, ich glaube meinen Angestellten kein bisschen. Ja, so wie meinen damaligen Angestellten. Und dann gibt es Filialleiter, die denken sich so, ja, ja, ich bin auf guten Weg mit meinen Kollegen. Ja, eben. Hab ich auch schon gesehen. Bei mir auf der Arbeit. Wo auf einmal dann die Chefin kommt so, ach ja, du, ich hab mal wieder neuen Süßkram mitgebracht. Liegt im Büro auf dem Tisch. Nimm dir was. Gut. Weil wir haben bei uns auf der Arbeit im Büro so einen kleinen Teller, da haben wir halt Süßigkeiten drauf. Immer da kommen zum Beispiel Süßigkeiten drauf, die übergeblieben sind jetzt, wie zum Beispiel beim Päckchenpacken für die Kids, für den Adventskalender. Dann kommen da halt die Sachen, die halt übergeblieben sind, kommen dann ins Büro, dass wir uns Erwachsenen uns davon was nehmen können. Das eine Jahr gab es hier Ü-Eier für uns Erwachsenen dann. Also mein letzter Chef war einer, wenn wir mit dem Spätschicht hatten, dann ist das schon immer, wir wussten, es würde eskalieren wieder. Weil irgendwas hatte der immer. Fuck it, das ist dumm. Und dann hatten wir das den einen Abend mal, dass er schlicht und ergreifend gesagt hat, so, jetzt mal Taschenkontrolle. Und einer meiner Kollegen so, nee. Warum? Er hat hier aber auch gemacht, so, nee, begonnen, warum? Ja, und an meine Tasche kommen die mir nicht ran. Dann hat mein Chef gesagt, ja, wer weiß, was ihr mich immer alles bescheißt. Und ich so, okay. This is a story all about how I decided to kündigen. Aber dass ihr da irgendwie immer so Probleme habt. Naja, es kann auch einfach daran liegen, ich arbeite im Sozialbereich. Bei mir liegt es daran, weil das liegt bei uns an der Stadt einfach überwiegend. Es ist so eine richtige Assi-Stadt. Es erleben überwiegend nur Bonzen. Schnöseln. Ja, da leben denn überwiegend auch nur Bonzen und hast du nicht gesehen, die sich für besser und toller halten. Und du dir als Normalo denkst, boah, please get AIDS. Hier, warte mal, wir gehen das mal. CH. Römer und Bindus, Hass bist du. Ja, ist richtig. Danke für die Bitte. Weil hier durch deine Schnöselstadt muss ich ja immer fahren, wenn ich zu dir fahre. Ja. Da schickt mich mein Navi ja immer her. Ja, weil du da von der Autobahn kommst wahrscheinlich. Und dann durch diese Straße. Oh Gott, ich hasse diese Straße. Die so derbe nach unten geht? Nein! Ich hab sie beim ersten Mal, als ich zum ersten Mal zu dir gefahren bin, 2016. War das, glaube ich. Das weißt du noch? Ja. Weil ich mich da hart verfahren habe dort hinten und die Leute mich komisch angeguckt haben. Ja, das waren höchstwahrscheinlich... Eigentlich darf ich es ja jetzt sagen, ne? Ich arbeite da nicht mehr. Ich habe eigentlich sämtliche Brücken zu dieser Stadt niedergebrannt. Eigentlich darf ich es sagen, ne? Ich trotzdem lassen. Ich trotzdem lassen einfach. Ja, ne? Kann man es zu schnell nachverfolgen dann? Aber auf jeden Fall. Fällt mir aber auch keinen Spaß. Da ist eine so eine kleine Straße. Du kennst meine Straße zu diesem Haus, wo ich jetzt ja wohne, Shadow, ne? Ja. So eine Straße mit Kopfsteinpflaster musste ich herfahren mit meiner riesen Karre. Ja, das ist, ne. Ich bin da zum ersten Mal hingefahren, damals noch mit dem Lupo. Das ist doch keine Straße. Und dann mit meinem Daimler. Ich so. Ich habe Angst, dass ich gleich hier an der Hauswand entlang schrappe mit meinem Außenspiegel. Ja, das passiert schnell. Ach, wisst ihr was? Wir spielen jetzt einfach drauf los und was uns am Ende fehlt, holen wir am Ende nach. Wir jetzt nicht ständig nach Achievements gucken. Ja, ich muss aber demnächst erstmal gucken. Ich muss jetzt Geld zusammenkriegen für ein neues Auto. Ich muss jetzt demnächst zusehen, dass ich an Arsch der Heide komme, damit ich mein Gesundheitszeugnis machen kann. Ja, ja.
Die haben ja so wunderschöne Arbeitszeiten. Weißt du, Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 10.30 Uhr. Ich so, ja Mensch, ist schön. Jetzt stellt euch vor, ihr habt tatsächlich einen Job, dem ihr nachgehen müsst. Wann sollt ihr das denn machen? Da kannst du ja schon fast Urlaub für nehmen. Musst du auch. Na, ich muss halt, wie gesagt, gucken, dass ich das zum nächsten Mal aufkriege. Mein Auto wird wahrscheinlich nicht durch den TÜV kommen. Obwohl, ich kann ja einmal dann gucken. Getriebe. Auto, Getriebe. Das. So, den Orientierungssinn einer Kartoffel, den habe ich regelmäßig. Okay, ich hole mir ein neues Auto. Alter, he just fucking kicked me. Ich hätte also mal nach einem neuen Getriebe, nach einem Getriebe mal geguckt. Lass mich raten, so ein Getriebe. Ich habe hier eins für 130. There we go. 800. So, dann wollen wir mal wieder ein bisschen Level nachgehen, ne? Fehlt ja nicht mehr viel. Ja nicht mehr viel. Leerhosen okay. Oder Lederhosen? Okay, da gibt's dann eher ein neues Auto anstatt ein neues Getriebe. Aua, da Moment. Schreibt mein Geldbeutel. Moment mal, ich muss da nur hin, um mir ein Video anzugucken. Ja. Echt, mehr ist das nicht? Nee, mehr ist das nicht. Du guckst ein Video an, dass du schön deine Hände waschen musst. Wow, are you fucking serious? Ja. Sekunde, ich weiß, ich habe gesagt, ich mach das am Ende, aber irgendwas war doch hier mit den Höllenhunden. Sorry, ich mein Dings. Riesige drei wären einer. Ach so. Easy. Easy. Okay. Das heißt, ich gehe da hin, ich fahre über eine Stunde, na knapp eine Stunde mit der Bahn, um mir ein fucking YouTube-Video anzugucken. Ja, so in etwa. Oh, wow. Und dafür wollen die 27 Euro? Ach, fuck. Dafür wollen die 27 Eier? Das ist ja wohl ein Witz. Nö. Alter, nee. Ich hab so keinen Bock auf Dienstag. Alter, durch halb Hamburg dödeln, nur um mir ein scheiß YouTube-Video anzugucken. Was hat er denn für einen dicken Eier? Sein, aber achte auf die Narren. Ich grille lieber die Narren. Das nenne ich einen. Hey, the D-Spiral. Ach guck mal, Satan ist auch im Spiel, das ist ja wunderschön. Boing, boing. Sim. Mal zwei. Einmal groß. Alter, sind die hässlich! Ich will keinen Kleinwagen haben. Leute. Gib mir einen großen. Oh, fuck. Ja, ich brauche noch mal ein Auto und ja, hier ein Kleinwagen. Der Keks, wir alle wollen Dinge. Nee, ich bin da wirklich so. Wann hast du mich mal mit einem kleinen Wagen fahren sehen? Als wir zum Lupo gefahren sind. Zum Hansapark damals. Ah ja. So war das Ding hier auch komplett im Arsch, also. Nö. Es war einfach nur, das Automatikgetriebe war im Arsch. Wo ist der Haken? Das Auto brennt regelmäßig oder sowas. Mercedes-Benz E230 Classic Automatikgetriebe mit Handgas. 999 Euro.
Wo ist der Haken? Ich sah ja, das Auto brennt willkürlich oder sowas. Scheiße. Spontane Selbstentzündung oder sowas. Sorry, wenn ich einen Mercedes für unter 1000 bekomme, da ist dann bei mir wirklich so... Du könntest der Drache was sein, dem es gelingt, es die Nog zu besiegen. Genau der bin ich. Wow, endlich mal jemand, der sagt, ach, das ist Keks im Hintergrund. Nicht, ach, guck mal, das ist Vivi, Keso. Hier beliebiges Like Headshot-Member einfügen. Das ist schön. Yay! Hallo! Wie gesagt, ich gucke gerade nach neuen Autos. Neuen Autos. Ja, aber... Keks gibt sich mit einem nicht zufrieden. In meiner Familie haben wir noch bestimmt schon drei Autos. Ich habe mich irgendwie Mercedes-Autos verliebt. In so richtige Bronzenkarren einfach. Ja, ich habe mich da richtig rein verliebt in die Karre. Nee, die fahren sich einfach super schön. Ich habe keine Ahnung von sowas, also. Das ist nur ein Dreitürer, das ist blöd. Wenn ich einen Viertürer brauche. Tonk. Mhm. Hier kommt es mir Schnurz. 6 Gänge. Farbe ist scheiße, wegen Verlieren. So viel Geld, ey. Euro 3. Oh Gott. Frage an den Chat. Wisst ihr, welche Dieselfahrzeuge demnächst verboten sind und gesperrt sind für Großstädte? Waren das nicht Diesel? Ja, welcher Diesel? War das Euro 3 auch schon? Oder war das wer anders? Hat null Ahnung von Autos. Danke, Spyro. Ich würde dir ja helfen, Nasty zu schnappen, aber ich will nicht wieder. Okay, dann kann ich das Auto direkt streichen. Der Einzige, der festsetzen wird, ist er selber. Schade. Sah gut aus. Am Ende sind irgendwann sowieso alle Autos verboten. Und dann sitzt man doof da. Und dann soll man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, die dann streiken. Boss. Dann könnte ich mit 30 Euro im Monat... Das sind 60 Monate, heilige Scheiße. Noch ein paar Monate. Ja. Ich hab den schönen Mercedes-Kombi Danke, gefunden. Danke, dass du mich befreit hast. Oh, er hat einen großen Kofferraum. Oh, scheiße. Ja, weißt du, wie geil ein großer Kofferraum ist? Oha, die Spyro, warst du, lass mich raten, du warst vom letzten Warnstreik betroffen. Man solle sich ja nicht so aufregen, der war ja angekündigt. Hi, Andy. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gib Ball. Na, no, man ist einfach nur Mini. Rumba-Cumber. Kumbel-Kumbel. Kumba-Bash. Keks lässt wieder über Lautsprecher. Selber. Tut mir leid. Deswegen hört man sich immer selber. Ach, schade. Gerade sogar nicht. Vielleicht so. Alter! wo war das denn jetzt nochmal? Da. Gleich, ja. Der gefällt mir. Vielleicht kriege ich meinen Vater dazu angestiftet, dass der mir das Geld auslegt für den Wagen. I want this car. It is nice car. Dazu gibt es diese Nüsschen. Ja. Scheiße, sein fucking Musikboard funktioniert wieder. Ja, wie laut war das? Ein bisschen leise. Aber es ist gut so. Nee. Es muss. Au.
Ich mach's nur um ganz wenig. Ja, bitte. Aber Hauptsache, weil es ist sehr leise bei mir und es ist wahrscheinlich sehr leise auch bei anderen. Wo, beziehungsweise ich mach mal deinen Stream an und hör mir halt selber an. Ja, richtig, tu das. Dazu gibt es diese Nüsschen. Oh boy. Ja, das ist doch gut. Das ist doch eine schöne Stärke. Ich wollte die Nüsschen. Ich gerade weg. Dafür gibt's Nüsschen. Dumm. Dieser Sound, ey. Ich liebe ihn. Einfach nur Thump. Und Fump. Der heißt doch bei mir auf dem Sound, oder? Einfach nur Fump. Der heißt doch einfach nur Fump, ne? Ist ja wunderschön. Ich weiß nicht, ob er einen Namen hat. Sucked up oder so. Aber ich nenne ihn einfach nur Fump. Tauben Nüsschen. Dazu gibt es diese Nüsschen. Mega-Nüsschen. Meganuss. Die Meganuss. Meganonussia. Ach, Moment, du willst den hier? Menschen wollen unserer Gruppe eine Nachricht schreiben. Wer schreibt uns an? Ach, das ist jetzt blablabla. Ah. Gespeichert? Oh, dann haben sie mich gespeichert. Gut, dann machen wir so. Warum schreibt man für uns so was? Warum? Oh, Krusty Krabs. Ohne Scheiße, ich liebe ja dieses Meme so ein bisschen, ne? Irgendwie das aktuell. Ja, genau das. Irgendwie aus irgendeinem Grund ist Sans aktuell wieder ein halber Meme geworden. Naja, ist halt Meme-Potenzial. Weißt du denn überall immer so diese. Dieses. Muss durch 4 von diesen fetten Vögeln irgendwie durchstürmen. Mein Gott, kommst du her? Kommst du? Sag mal, wenn du einfach nur wegrennst, dann gewinnst du auch nichts. Das weißt du vielleicht, ne? Immer noch Smash. Ja. Ist momentan ein Event. Ich hab dir von diesen Geistern erzählt, ne? Die praktisch jetzt die Trophäen ersetzen und im Grunde genommen die Sticker und Trophäen gleichzeitig sind. Und da gibt's jetzt ein Event. Es kommen ganz viele mit Brillen und die geben extra Geld und auch noch hier Geister-Currency, damit du dir noch mehr Geister kaufen kannst. Sicker Shit. Also ich verprügle gerade ganz viele Leute mit Brillen. Das kannst du auch so nicht machen. Doch. Doch. Willst du mir etwa drohen? Oh, ich hab irgendwie das Gefühl. You gonna have a chaotic bad time. Chaotic. Oh, Einschaltungszeichen. Deltarune ist ein spiritueller Nachfolger von Toby Fox von Undertale. Benutzt ähnliche viele Charaktere, bekannte Charaktere, aber auch neue Charaktere. Das ganze Battle System wurde ein bisschen aufgearbeitet, aber ist halt leider nur Kapitel 1 bisher und. Er weiß nicht, ob das volle Spiel jemals rauskommen wird. Oh. Einfach. Als Ein-Mann-Projekt viel sein wird. Ja, aber das sind nun mal Ein-Mann-Projekte, ne? Ach, guck mal. Ja. Und er hat auch keine Lust, irgendwie jetzt wieder auf Indiegogo oder sowas zu sich sponsern zu lassen, weil er nicht weiß, ob er damit jemals fertig sein wird. Ja, eben. Und dann ist auch mal das Problem bei sowas, du musst ja immer liefern, weil sonst sagen sich die Leute irgendwann so, drop the LGBT. Reinbezahlt. Ich hab Geld bezahlt. Ich hab Geld bezahlt, also will ich jetzt. Uiuiui. Danke, dass du mich befreit hast. Ja, bitte, kein Ding, Mensch. Wieso laufen hier auf einmal nur noch Kifferdrachen rum? Oh fuck.
Ich finde es einfach trotzdem saugut, dass sie die ganzen Drachen richtig schön animiert haben. Also wirklich eigene Persönlichkeiten gegeben haben. Also, so hätten viel, sie nicht machen müssen. So viel Persönlichkeit, wie sie in einem 5-Sekunden-Clip von einem Drachen halt haben können. Also, wie du ja meinst, hätten sie nicht machen müssen, aber... Ja, aber halt trotzdem, das ist ein Model, das siehst du für 5 Sekunden. Weißt wenn du, wie viel Arbeit so was ist? Wie viele Drachen gibt es im ganzen Game? Können wir gucken. 70? Ach, nee, 80? Ja, 80 Modelle, die ja nicht hätten alle so individuell gestaltet sein müssen. Aber sie haben einfach gesagt, weißt du was? Doch, wir machen das jetzt. Doch, I want. Ich meine, die damaligen, die Originale, sag ich mal, da war einfach nur fette Drachen, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Oh, Alter. War das nicht sogar einfach nur, hier, Pellet Swaps? Ja, es waren tatsächlich nur Pellet Swaps. Manche waren vielleicht mal ein bisschen dünner, die anderen mal ein bisschen dicker. Aber sonst waren das eigentlich Pellet-Swaps. Da sieht man mal, was passiert, wenn Leute an einem Remake gelassen werden, die auch Lust haben, dieses Remake zu machen. Ja. Und ich einfach nur, ach toll. Super. Weißt du, krieg mal wieder einen Job, ist ein fucking Remake. Von einem Spiel, was wonach keiner mehr gefragt hat, ey. Boah, scheiße, ey. Ich habe das Gefühl, sie haben auch mehr Voice-Clips reingepackt, also wo man tatsächlich mal ein bisschen mehr Info kriegt von dem, was man machen soll. Ich muss den Smash, den Soundclip für den Hammer mit Megalovania umändern. Sobald du den Hammer hast. Genau. Ah, doch, etwas. Ich möchte generell, ich freue mich drauf, sobald Smash 5 gemoddet werden kann. Oh ja. Wenn Leute dann wirklich da eigene Charaktere basteln oder Skins draufhauen und solche Geschichten, da habe ich voll Bock drauf. Weil online wirklich viel spielen werde ich es wahrscheinlich nicht. Ich probiere es zumindest, aber wie ich gehört habe, ist es ziemlich beschissen, das zu spielen, was du willst. Ja, eben, also habe ich auch schon von Sui gehört, so ein bisschen. Ich verstehe sowieso nicht, wieso sie auch im lokalen Play, wenn du ins normale Brawl gehst, also ins normale Smash gehst, warum sie dann gesagt haben, so als erstes wählst du deine Regeln aus. Dann wählst du aus, auf welcher Stage du spielen willst, und dann kommt erst die Wahl des Charakters. Das verstehe ich auch nicht so ganz, aber es ist jetzt nichts, was, glaube ich, mich stören würde. Es ist eine komische Reihenfolge, also es ist sehr gewöhnungsbedürftig, wie ich finde. Anstatt dass das wie in Brawl gemacht haben, so praktisch, du kommst auf den Fighter Select Screen, wenn du oben drauf, oben in der Mitte hast du dann diesen, wo du deine Regeln einstellen kannst. Und dann, wenn du die Fighter ausgewählt hast, dann darfst du die Stage wählen. Ich verstehe sowieso nicht, bin ich ganz ehrlich, ich habe in Smash Brothers Tournaments nie verstanden, wie man eine Stage counterpicken kann, wenn die doch sowieso alle nur die Omega- oder die Battlefield-Varianten spielen. Ja, eben. Ist es doch dieselbe Map. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es einfach so ein Way, das ist blendet, weil mein Charakter dann so ist, und ich weiß auch nicht. Das Einzige, wo ich verstanden habe, wenn sie dann wirklich so Stages picken anstatt Battlefield oder Final Destination, wenn sie dann sowas wie Smash will wählen, weil die war ja sogar ein bisschen anders aufgebaut. War ja eine sich bewegende Plattform und eine große Plattform. Das verstehe ich dann auch, das hat dann auch ein bisschen anderen Spielstil, aber hier, praktisch sich von einer Battlefield Station in die nächste Battlefield Station Counter zu picken, da denke ich mir so, Counter pickt eine Stage? Was ist mit euch kaputt? Habt ihr sonst nichts zu tun? Da hinten ist noch. Okay. Handy. Was? Ich hab doch gar nichts gesagt. Mein Handy macht blöde Geräusche. The Magnificent Dickpick Dragon. Wo kommen wir denn da hin?
Ich finde das Level hier ein bisschen verwirrend. Wie findest du eigentlich da die Kritik, dass Spyro als Remake heutzutage nicht mehr wirklich so, wenn man es so mit heutigen Spielen vergleicht, gar nicht mehr so sich hält, so weil die Welten sehr leer sind oder solche Geschichten? Welten sind leer? Ja, so das habe ich so als Kritikpunkt mal gelesen. Spyro Remake ist zwar halt ganz toll für die Nostalgiker, aber für wenn du das so heutzutage als erstes Mal spielen würdest, dann würdest du denken, boah, ist die Welt leer. Was? Ja. Welche Flachflöte hat das denn geschrieben? Ich hab's schon wieder vergessen, aber... Das war aber schon eine Kritikerseite, wo tatsächlich mal ein Videospiel in der Hand hatte, ne? War das sogar Game 2? Ich weiß es sogar gar nicht. Könnte sogar Game 2 gewesen sein. Wie wir da gesagt haben. Ich mein, gut, was erwartest du? Es ist ein Remake, also... wenn du es anders gemacht hättest, dann wäre es ein eigener Titel gewesen. Und dann hättest du auch das Recht gehabt, was zu verlangen. Aber es ist ein Remake, also ein Remaster. Du hast ja die original Spyro-Teile gespielt. Wie ist das eigentlich? Sind die Welten so 1:1 von der Skalierung her übernommen worden? Oder? Yes, ja. Also ist sowas wie damals, ist es auch heute total. Ja. Okay. Ist genauso. Ich sehe hier von der Größe her keinen Unterschied zu damals. Nur, dass es jetzt um einiges schöner aussieht. Und ich meine, es wird ja nicht mal als Vollpreis verkauft. Also du kriegst ja nicht mal den vollen Preistag. Das ist schön. Ich habe es bei Amazon im Angebot, das war im Angebot, so ein Tagesdeal für 30 Euro gekriegt. Und jetzt rechnen wir es mal runter. Du kriegst drei Spiele quasi. Drei volle Spiele für 30 Euro. Also wir rechnen jetzt wirklich mal 30, weil, ne, ist jetzt gerade mal so. Das heißt, du zahlst pro Spiel 10 Euro. Also ich bitte dich. Ja, das ist schon wirklich ziemlich gut. Also Softwarepyramide lässt grüßen. Ja, also, was du da teilweise für Müll findest, ne? Für die Leute, für Nu, die gerade im Chat fragt. Game 2 ist praktisch Game 1. Nur nicht. Halt, nur jetzt als YouTube-Kanal und nicht mehr als eigene Show auf MTV oder so. Weil die durften den Game 1-Namen nicht mehr nehmen und... Da haben sie dann gesagt, weißt du was, wir machen jetzt wirklich halt wieder so episodenmäßig mit den lustigen Clips und so weiter und so fort. Halt blödes Budget. Wir machen einen Red Dead Redemption Sachen und verkleiden uns dann als Cowboys oder solche Geschichten. Wie gesagt, also der Game One nicht mehr nehmen dürfen, weil der Name ja bei MTV lizenziert ist. Da haben sie dann gesagt, weißt du was, dann nehmen wir uns einfach Game 2. Ich meine, sorry, aber also ich rechne immer mehr Preis-Leistungs-Verhältnis. Und selbst bei Release war das Spiel nur 40 Euro. Und selbst dann ist das, finde ich, noch ein guter Deal. Ich finde es ein bisschen kacke, wo wir gerade so vom Geld so reden. Ich habe mir jetzt Smash halt vorbestellt für 70 Euro im eShop. Weißt du, und jetzt in der Release-Woche gibt es bei Mediamarkt ein Angebot für 55 Euro. Und ich denke mir so, ja geil. Ja, super. Ich denke mir so, ja, Nintendo, wie wäre es denn mal so mit Vorbestellungen? Hat auch ein bisschen günstiger oder solche Geschichten? Nee, nicht? Okay. Na gut, das, was ich hier gerade... Ja, nur 40 Euro, das ist auch immer noch eine Menge Geld. Aber das ist trotzdem so ein Gedankengang, den werde ich nicht los. Also, selbst wenn ich jetzt hier nächstes Jahr wieder Geld verdiene, werde ich nicht aufhören, so zu denken. Ja, klar, also geizig sein sollte man immer noch sein. Also man sollte nicht einfach jetzt denken so, ja, das Spiel kostet halt jetzt nur... Ich verdiene ja Geld, du kostet nur 50 Euro oder so. Wenn du dann ein Spiel kaufst für 50 Euro oder 70 Euro, weil mittlerweile, wenn du wirklich PS4 oder Switch oder solche Geschichten kaufen willst, kosten die guten Release-Titel, also die Haupt-AAA-Titel ja immer noch für 70 Euro oder so. Ja, eben, ist eine wenn Menge die Geld. Wenn die dann nicht... Wenn die dann nicht viel Content bieten, dann fühlt sich auch um dein Geld betrogen. Ja eben, und das wird sich auch bei mir nicht ändern, selbst wenn ich nachher wieder selbstständig Geld verdiene. Weil ich werde dann immer noch sagen so, wo ist jetzt mein Geld reingeflossen? So nach dem Motto, das ist auch etwas, finde ich, wo man trotzdem im Auge behalten sollte.
Und ich einfach sagen sollte, so, ja, ist ja nur. Also, ne. Muss man immer noch so denken, wie damals, dass man nur 30 Euro pro Taschengeld, pro Monat Taschengeld gekriegt hat oder so. Eben. Denn man durfte sich nur praktisch ein Spiel alle zwei Monate holen und das musste dann ein gutes sein. Meistens war es Pokémon. Ja, weil du genau wusstest, was du dann kriegst. Ja. Du kriegst Pokémon. End of story. Man, ja klar, wirklich, für Nostalgiker ist das hier wirklich ne pur geil. Ich habe hier auch die Zeit meines Lebens. Ich habe die Spyro-Teile damals sehr gern gespielt, allein schon. Und ja, ich verstehe das so nicht ganz. Nein, klar. Deshalb wollte ich dich halt als Spyro damals Spieler und Spyro jetzt mit Remake, wo du schon ein bisschen weiter drin bist, mal wirklich fragen, so wie das so ist, mit ob die sich so dran gehalten haben, wie die Level aufgebaut sind mit dem gleichen Content und so weiter und so fort. Zumal sie hätten es wirklich abfucken können hier, muss man mal ganz ehrlich sagen. Weil die Kritik kam ja auch ein bisschen spanisch vor. Also ich glaube, da haben sie bei Game 2 auch jemanden dran gesetzt, der war nicht so der Spyro-Fan. Ja, doch. Kommt ein bisschen so rüber. Ich meine, klar, hätten sie jetzt hier noch zig Sachen hinzugefügt, dann wäre es allerdings auch nicht mehr Spyro gewesen. Alles klar, Keks, bye. Ich muss noch aufräumen, bis später. Jo. Hey, Spyro. Alle Drachen wissen, dass ein Feenkuss magisch ist. Finde heraus, was er für deine Flammenkraft tut. Deswegen, also bei mir, das wird sich auch nicht dran ändern, wenn ich nachher wieder Geld verdiene. Dann werde ich immer noch denken, so, ja, ihr habt mich jetzt um mein Geld betrogen. Das ist ein scheiß Spiel, and I will call it that. Ende der Geschichte. Hm. Oh, nein. Das war ein Schnellkampf, okay. Aber ich will denn nächstes Jahr unbedingt mal ein paar Releases von diesem Jahr nachholen. Wenn ich denn das Geld habe. Zum Beispiel God of War. Boy. Allein wegen Boy. Ich habe mir kaum Gameplay von dem Spiel angeguckt, weil God of War einfach nicht so meins war. Das Problem ist, ich hab's mir angeguckt, aber ja, wie gesagt, bis das soweit ist, da hat man sowieso den halben Plot wieder vergessen, also. Genau. Ja, ich hab's halt mir damals bei Jacksepticeye angeguckt, als das gemacht hat, als es rauskam. Das ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen her. FF15 ist kein Kackspiel. FF15 ist nur anders, als wie man es erwartet hat. Ja, und das Schlimme ist, FF15 ist so, ich wollte es immer mal weiterspielen und dann irgendwann verliere ich dann wieder die Lust. Kenne ich aber, weil es im Grunde genommen ist es wieder mal ein Singleplayer-MMO, was sie da rausgehauen haben. Ja, und nur, dass du irgendwie nicht diesen Spaß hast. Ja. Was ich halt schade finde bei 15, die hatten so viel Potenzial. Wir haben uns ja mal diese Trailer da angeguckt. Halt. Oh ja, die Trailer sahen so cool aus. Wo Noctis da, wo da so ein Frachter in den Turm reinrast und Noctis in Insomnia oder wie die Stadt hieß, wirklich da am Kämpfen ist, flüchten muss und was nicht alles. Und was ist Wall Road Trip City? Ja, das ist halt das, ne. Ja, FF15 ist schön. Es sieht auch schön aus. Gameplay macht für die ersten paar Stunden auch tatsächlich Spaß. Aber dann, ich weiß auch nicht. Ich hatte so viel Hoffnung, als sie wirklich gesagt haben, der Typ, der für Kingdom Hearts 2 für das Kombo-System entwickelt hat, ist derjenige, der auch das Kampfsystem entwickelt. Hatte ich so viel Hoffnung, dass er dann wirklich als Noctis dann da als Noctis wirklich rumrennst wie Sora und kannst dann alles so kloppen oder so, aber ja, im Grunde genommen drückst du einfach nur Viereck die ganze Zeit. Oder was auch nur mal der Angriffsknopf war, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, zu Anfang hat es wirklich Spaß gemacht, es sah fancy aus und ne, es war auch witzig irgendwie denn mit den Boys immer so, yeah, ey, let's get wasted und all so ein Scheiß. Das war wirklich der beste Punkt an dem Spiel, dass du wirklich merkst, dass da eine Freundschaft zwischen den vier wirklich besteht. Du brauchst kein Character Development, wenn es bereits gut dargestellt wird. Ja, aber die Charaktere bleiben einfach die ganze Zeit so. Sie entwickeln sich nicht weiter.
Sie sind die ganze Zeit in dieser Browser-Phase und irgendwann kannst du das nicht mehr sehen. Ja, ist leider wirklich so. Gut, du hast jetzt nicht so weitergespielt, wo es wirklich auf die Probe gestellt wird, aber ja. Ja, weil es bei mir halt irgendwann... Ich hatte einfach irgendwann den Punkt so, oh, jetzt muss ich schon wieder von da nach da fahren und... Deshalb, auch wenn es dich immer so verleitet, erkunde diese ganze tolle, große Roadtrip-Welt und so weiter und so fort. Im Grunde genommen sollte man eigentlich wirklich so schnell wie möglich das Hauptspiel durchrushen und dann kannst du dich den ganzen Leben-Content widmen. Weil dann weißt du, ach so, okay, jetzt das ist also jetzt die gesamte Story, alles klar, dann spiele ich jetzt so viel, wie ich noch von dem Restspiel spielen will. So wie Skyrim konnte. Ja, eben. So, dass Skyrim dir halt von Anfang an die volle Kontrolle quasi lässt. Sobald du das Tutorial hast, natürlich. Was soll ich denn da hoch? Wie gesagt, ich sag nicht, dass FF15 das perfekte Spiel war. Also ich hab's auch... Ich war wirklich einer derjenigen, der sich richtig auf das Spiel eigentlich gefreut hat. Ich hab das so lange verfolgt und mir die ganzen Trailer angeguckt und immer wieder gedacht so, Moment, also kämpfen die jetzt in der Stadt oder nicht? Irgendwie... Ich werde doch aus den Trailern nicht schlau, die zeigen immer was anderes. Und ich habe halt wirklich leider den Fall von FF15 gesehen, wie es leider immer weiter durch die kompletten nach hinten Verschiebung schlechter und schlechter und schlechter geworden ist. Bis es dann irgendwann nicht mehr das ist, was es sollte. Naja, ich hätte liebend gerne mit Sasuke in Metropolis da schön rumgeswuscht. Hast du gerade tatsächlich Sasuke gesagt? Ja. Alter. So, ich hab's jetzt so richtig. Da kommst du in die Hölle für. Sasuke, der Uke. Ist ein kleines Löffelchen. Hä? Okay. Sasuke. Ja, aber. Ich finde, und ich gerne ganz ehrlich. Ich mochte jetzt auch, ich fand es am Anfang schön, so mit diesen extra Episoden und so weiter und so fort, aber man hat echt gemerkt, dass sie wirklich sich jetzt das Hauptspiel praktisch, das haben sie so dahin gerusht und dann versuchen sie jetzt den Scheiß, den die ganzen Fans doch trotzdem noch interessiert, irgendwie mit diesen Episoden nachzufüllen. So praktisch, wo sind denn die ganzen Teammitglieder, wenn sie mal nicht in der Gruppe sind? Aber leider hilft das ihm auch nicht wirklich, das Hauptspiel besser zu machen, was an einer Stelle wirklich, wo du dir denkst, so, ja, okay, das ist jetzt scheiße, wo ist mein Spiel, wo ist mein gutes Spiel? Haben wir es jetzt? So, wo ist mein Open World? Gut, ich hab die Tür jetzt, aber what now? Ich hätte es lieben gerne wirklich als das gesehen, als dass es geplant ist. Aber hey! Wir müssen ja alle politisch korrekt sein, deshalb einen Transporter in einen Turm crashen zu lassen, kann man nie wieder in irgendwelchen Medien zeigen, weil das ist ja scheiße, das ändert ja alle Leute an dieses tolle Event, was vor Ewigkeiten war. Und Terroristen gewinnen ja, wenn wir das wieder zeigen. Nein, eigentlich nicht. Erinnern sich wahrscheinlich mal selber mehr dran. Was habe ich denn jetzt? Es war eine große Tragödie. Ja, vor ein paar Versteht Jahren. Aber wirklich jetzt noch immer nach, wie viel jetzt? Mittlerweile 12 Jahren? Nee, warte mal, 17 Jahre ist das her. Ja, 2001 war das, ne? Nach 17 Jahren immer noch Schweigeminuten zu halten, das ist im Grunde genommen eigentlich immer nur jedes Mal an diesem Tag, zeigst du, die Terroristen haben so etwas Großartiges gemacht, woran sich alle Leute erinnern können. Also können die sich schön die Eier schaukeln. Basically, ja. Aber ich denke mal, da gehen die Meinungen auseinander. Wir verstehen das nicht. Wir sind keine Amis. Ja. Lass die Leute doch einfach in Frieden ruhen. Große Tragödie ist passiert. Ich verstehe es, ja. Ich habe auch geliebte Menschen verloren. Zwar nicht durch ein Attentat, aber trotzdem durch blöde Todesfälle. Aber meine Güte. Nach 17 Jahren immer noch zu sagen, ja, wir müssten jetzt an diesem Tag eine Schweigeminute halten. Hä, wie komme ich da rüber? How does one get there? Kann ich mich da... Warte mal, was ist, wenn ich einfach mal die ganze Zeit... Nee, dann halte ich allerspätestens hier an.
Hat er mich gerade geslappt, hat er nicht? Hat er mich gerade geslappt? Warte mal, hier ist so eine... Alter! So eine Rampe. Ich werd gerade von einem unsichtbaren Donkey Kong dann so... Oh, warte mal, das könnte funktionieren. Oh ja, ich glaube, ich weiß wie. Ich verstehe. Oh, das wird witzig. Oh, das wird witzig. Das könnte ein paar Anläufe dauern, aber das wird witzig, wenn das funktioniert. This is gonna be fun. Oh, ist tot. Okay, nice. Ja, das könnte ein paar Anläufe dauern. Ja, also da bin ich auch für deiner Meinung, Koryo. Koryo Kihine. Boah, Alter. Versus 13 hätte ich auch gerne gesehen. Nicht 15, sondern Versus 13. Alter, wie? Soll ich denn einfach denn... Nee, wahrscheinlich soll ich einfach hier längs rennen. Einfach direkt. Sobald ich hier raus bin... Das ist wahrscheinlicher, ja. Das ist die Wahrscheinlichkeitstheorie. Wahrscheinlich. Nicht so wahrscheinlich und so theoretisch. Ja, gleich links. Ich wollte es dramatisch machen und einmal diese Runde laufen, aber das ist Blödsinn. Alter, Spyro. Fuck! Ein scheiß Türrahmen, ey. Warum müssen die da einen Türrahmen hinpacken? Oh Mann. Blöder scheiß Türrahmen. Ja, lies mal die Hinweise. Ja, hast du schon mal was vom Backseat Gaming gehört, mein Freund? Deswegen gucke ich immer nicht so auf den Chat. Es ist nicht, dass er euch nicht sieht. Er ignoriert euch. Ja, basically ja. Und ich frage, wenn ich was wissen will. Deswegen. Da frage ich offen, alleine. Leute, wie komme ich da hin? Und meistens, wenn ich das frage, kriege ich keine Antwort. Ist das nicht einer deiner Chatregeln sogar? Ja, ist es. Das Tiefste. Hui. Ja, das hat geil funktioniert. Ja, dass du das gut kannst, habe ich gemerkt. Soweit war ich schon. Deswegen bei Dings hier, gestern habe ich da einmal Hilfe gebraucht, bei Treetops. Weil ich da keine Ahnung mehr hatte, wie man das macht. Nicht zu früh abgesprungen, ne? Moment, ich werde zum Giganten? Wie cool. Nö, wirst du nicht. Wollt ihr wirklich mich zum Giganten machen? Das ist... Giant. Das tut euch viel mehr weh als mir. You sure about that? Ja, doch. Dann kommt einmal der Pinsel durchs Gesicht und dann fliegen die Leute in die Stratosphäre. Wieso, ihr habt das gestern nicht mies erklärt? Ich hab's doch hingekriegt, oder? Hat er das? Ui. Big Uff. Melchlot, hat er das? Big Uff. Du bist ein echter Superladungsexperte. Gut gemacht. Ein Copano. Da wirft er seine fucking Tasse her. Der ist ein My Little Pony Fan, hat sich direkt. Ich meine, wenn sie PewDiePie in YouTube Rewind reinschleusen. Ich habe YouTube Rewind nicht mal gesehen, aber ich finde es so lustig, wie einfach das wirklich als das Schlechteste, was YouTube jeweils gemacht wird. Es ist jetzt, glaube ich, sogar das schlechteste Video auf YouTube. Wenn mich nicht irre. Wie gut. Da unten, ich weiß, da unten ist die Fee, aber ich kann ja nicht wieder hoch dann. Oder soll ich... Nee. Hä? Ups. Hui. 10 Mille Dislikes, ja. Nee. Wenn ich hier runtergehe, das ist nicht gut.
Ja, dass ihr alle Zinssoldaten kaputt machen muss, weiß ich. Aber der eine da oben lässt mich ja nicht durch. Dafür bräuchte ich ja Megafeuer. Megafeuer habe ich gerade nicht. Da, der lässt mich nicht durch, die Pimmelbagge. Ich soll doch nicht... Nee. Nein! Oh. Nee, komm, das wäre doch krass. Vielleicht geht das nochmal hin. Watch me. Ich muss... Nee, komm, wirklich? Ich glaube, da bedingt es. Was bedingt denn da? Ich muss von hier mit Turbo denn... Nee. Man muss schnell genug sein. Also muss ich tatsächlich mir das hier holen. Ja, das ist schon scheiße. Da geht doch viel zu schnell runter. Das geht doch nicht. Das geht wohl. Muss man nur wollen. Nee, das schafft man nicht. Ich hätte, du willst es nur nicht hart genug. Du willst es nicht hart genug. Hast du die kurze Kabe? Nein, ist sie nicht. Nein, das ist Patrick. Nein, hier ist Patrick. Der größte Feind beim Supersprint. Türrahmen. Habe ich das jetzt abgeklärt oder nicht? Irgendwie habe ich jetzt nicht erkannt, welcher Tag da jetzt durchgekommen ist. Muss schnell genug sein. Echt, das geht dann? Ich habe ja das Gefühl, es ist egal, wenn ich hier, ne? Ja, geil. Ah, man hat mich geangelt. Isabel, bitte, auf. Ah, Tatsache. Ich hätte das Gefühl, das funktioniert nicht, weil er da sowieso, ne? Because the dude. Was sagst du, Auron? Ich sag, das klingt genauso wie Pokémon Snap. Yeah. Achso, das ist ein Pokémon Snap? Mensch, das ist dauerhaft. Ach, das ist ja schön. Ich hab mir das gerade nur eingebildet. Das hat sich gerade so angehört wie dieser Kameraauslöser. Nee. Meint es jetzt? Wunderbar. Ach, gerade. Ich sag ja. Fehlt mir denn jetzt nur noch? Ach ja, stimmt ja, die Truhe. Auch wenn ich glaube, ich muss dir mal einen Meme-Kurs geben. Ein Meme-Kurs. Wir machen jetzt Nachhilfe in Mimologie. Ich meine ja nichts, ich meine danach. Ich habe gerade noch irgendwas gehört. Ja, das war zweimal. Nein. Dazu gibt es diese Nüsse. Ich glaube, sonst habe ich aber nichts gespielt. Sag ja, vielleicht habe ich es mal nur eingebildet. Boah, 10.000, ey. Super Crank. Der Könnerpunkt? Ne, mit dem Dönerpunkt fehlt mir nicht. Das brauche ich nicht als Trophäe. Ist keine Trophäe, so I don't care. Nur wenn es eine Trophäe ist, ist es mir wichtig. Keine Trophäe. Habe ich das nicht? Das ist scheiße, soll man, wenn man nur so die ersten drei Noten hört, dann will man das ganze Lied hören, ne? Die Bucht. Okay, die letzten könnten ein bisschen tricky werden. Oh. Na, schauen wir gleich mal. Ich bin fies, ich bin gemein und ich kann den hier. Und ich kann den hier. Du kannst den Swaggity. Swaggity Swoody coming for your booty. Ui. Dann hör dir Megalovania an. Kann nicht schaden. Die Spucktürme. Die spuckenden Türme. Wir sind nicht behindert. Warum heißt die denn Spucktürme? Oh. Oh, deswegen. Mm. Oh, das ist ja irr. Ugh, genau auf den Kopf. Jacke. Super, ich muss jetzt gegen Jontrons Vogel kämpfen. Oh Gott. Hui.
Hui. Hui. Josh. Was seid ihr denn für... Jo. Ja, ihr seht so merkwürdig aus. Ich sollte erstmal alles ins Zeug schon hier. Ja, wo soll ich jetzt? Ich weiß nicht, wo ich zuerst lang will. Mann, ey. Die Boss-Level sind immer ganz geil. Da gibt's nicht so viel Geld. Musst du nicht so viel sammeln immer. Ja, super. Das haben wir jetzt ja ganz toll gemacht, Andy. Das krieg ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Fuck! Aber auch immer. Ich will immer wissen wegen Trophäen. Ich bin da einfach zu neugierig bei. Ups. Man will ja Sachen nicht immer fünfmal machen. Das klingt auch schon ein bisschen. Hm. Was sind Albtraumbestien? Ihr? Ich meine, ihr seht hässlich aus, ja, aber euch direkt so nennen, das wäre doch ein bisschen unfair. Dass ich das nicht in einem Gleitflug hinkriege. Doch, natürlich. Aber das sind die wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich das von der anderen Seite jedoch mache. Sofern das überhaupt die richtigen Gegner sind. Die haben keine Ahnung. Du. Und yes. Ah. Ey. Ey. Ach, guck mal. Danach hätte ich sowieso noch gesucht. Plattform ist schwer. Gesundheit. Danke. Geht aber auch da raus. Oh, jetzt mal richtig hier. Oder so, das geht auch. Ach, guck mal. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Muss ja irgendwo so ein Doofkopf sein, der das Ding hier runter macht. Technisch gesehen. Hm, aber nicht so. Boah, Alter! Das ist immer so gekombot wirst in diesem Spiel, ey. Verdammt nochmal! Swipe dahin immer runter! Schlimmere Bounceback-Physics als in Castlevania. So. Man hat ja genug Leben. Was macht dieser Doofkopf? Fucking Kremlins, ey. Nein! Ich sehe nichts. Diesmal weiter hier. Fuck you.
Ach, diesmal hauen wir gar nicht erst zu. Du bist mir ja einer. Du bist mir ein Kopf, ey. Yo. Ein Albtraum, Destiny. Noch ein Leben, ja. I need this. Gut, Mann, ey. Eins. Ob das funktioniert? So, auf jeden Fall nicht. Ja, hallo. Aua. Wahrscheinlich muss ich das gar nicht, aber... Nee, also... Hallo! Haben wir es mal? Ihr Fickviecher! Nee, das ist... Nee. Das sind die nicht. Das ist im Gleitflug auch gar nicht möglich. Das sind an sich auch keine... Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Hm. Gucken wir erstmal. Oh. Welcher Teil der Trilogie ist dein Liebster? Der dritte. Charity. Der dritte. Noch ein Tipp vor diesem Kampf? Stirb nicht. Ein weiser Drache sagte mal, strebe nach hohen Zielen. Aber gib auf fliegende Kisten Acht. Hä? Alter, what the fuck? Der hat zu viel Spaß an seinem Job. Einmal den Boss und dann gucken wir mal weiter. But one is the best. Natürlich genau in der Luft. Mhm. Tu mich auch, Spiel. Tu mich auch. Auf Papier und Toast. Evo. Evo. Das war eine der krassesten Nachtschichten, die ich hinter mir habe. Wieso? Der 120er mit Fahrzeug und irgendwie wurde sowohl meine Chefin als auch meine andere Arbeitskollegin sind jedes Mal irgendwo anders hingeschickt geworden. Ich musste aber trotzdem mit drei Leuten produzieren. Sprich, ich habe ungelogen 8 Stunden ohne Pinkelpause, ohne Essenspause habe ich durchgearbeitet. Die Anlage durfte nicht stehen bleiben, weil die Stückzahl so übertrieben hochgesteckt wurde. Yes. Ich kam, als ich von der Arbeit rausging, dachte ich mir, ich muss mich in eine Bäckerei reinsetzen, erstmal irgendwas essen. Du musst eine Bäckerei essen. Ich esse eine Bäckerei. Ich bin die Bäcker. Ich bin das Backen. Das ist nicht die Fassung von mir. Das habe ich bis eben noch durchgeschlafen. Jetzt habe ich mir Energy Rush geholt. Hallo Energy. Hallo billiger Energy vor allen Dingen. Ich mag dich. Und ich habe tatsächlich Wochenende. Das heißt, du hast tatsächlich mal frei. Ist selten. Aber soll man da jetzt... How does one do this? Ja, das ist das Einzige, was jetzt noch fehlt. Die Frage ist nur, wie? Ah, mit ihm hier. Ich sehe schon. Weg. Boah, wirklich? Oh, Sackgesichter, ey. Yeah! Eine feige Nerd. So. Hoch. Bonk. Ich will doch einfach nur leveln. Was haben wir? Einen Franzosen auf einen amerikanischen Server. Mach's gut.
Was soll das denn jetzt heißen? Au. Alex. Ich weiß nicht, auf den Aether-Server sind eigentlich keine Franzosen, weswegen ich den Aether-Server auch so mag. Oh. Keine Franzosen. Ja, es ist doch so. Ich verstehe das nicht. Hier, soll man das machen? Tante Bora, womit sie braucht. Spyro, ertrink doch bitte schneller, danke. Das ist eigentlich easy. Wenn Spyro nicht einfach mal auf der Plattform landet. Shadow. Yes. Das sagt viel aus, wenn der Level 35er Gladiator den Hauke es nicht schafft, die Aggro zu halten, weil er weder Flash noch Provokation benutzt und ich als Beschwörer um die Gegend töte und nur einen Standardangriff mache und sofort die Aggro habe. Du pupst einmal und hast die Aggro komplett. Ja, von meinem Familiar wollen wir gar nicht erst anfangen. Wisst ihr, das ist das einzige Problem hier, was ich mit der Trilogie habe. Die Plattformen sind irgendwie manchmal echt fucked up. Also, ne, manchmal... Spielst du denn Bubsy oder was? Ne, nicht Bubsy, Spyro. Spyro. Extrem Spyro. Ich habe nur ein einziges Spyro gespielt, ne? Das ist mit... Ich habe ausgerechnet mit den schlechtesten Spyro überhaupt angefangen. Ah, du hast dieses Dragonfly-Ding gespielt. Ja, weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe es gern gespielt. Wow. Weil ich nur das kannte. Dude. Ich hatte damals auf meiner Xbox, Xbox sei schon Gamecube, ist dasselbe. Anderes Symbol. Guten Morgen, Welt. Guten Morgen. Auf meiner Gamecube hatte ich damals nur Dragonfly. Ich fand's am Anfang so schrecklich, aber ich hatte nur das. Also hab ich's gespielt, ununterbrochen. Irgendwann hatte ich das Spiel richtig gut raus. Da hab ich mir gedacht, das ist also Spyro, was alle so mögen. Irgendwie verstehe ich das nicht. Alter. Wo fehlt mir denn jetzt so eine Scheiße? Boah, Alter! Und dann manchmal macht er das mit diesem komischen. Manchmal ist er an der Kante und fliegt dann kurz hoch und manchmal tut er es nicht. Das ist total beschissen. Und manchmal macht er einfach den Kack. Und manchmal Andy. Macht er seinen Job. Hallo, Andy. Hallo. Freue mich, dich zu hören. Das ist schön. Ich dich auch. Oh. Ich mich auch, dich auch. Yay. Du verstehst, was ich sagen will. Er sich auch. Mag Toastbrot. Hast du vielleicht Gegner vergessen? Nee. Wirklich. Hab ich den Portwahl hier vergessen? Ja, hab ich. Hab ich Toastbrot vergessen? Hab ich Feind gesagt? Boah, Andy. Hm. Ich habe jetzt nur in einen Discord mal diese behinderte kleine Flash-Animation reingeworfen, ne? Ja, und dann sind sie alle super hype. Ja, und plötzlich schreibe ich so knapp 8 Leute an, boah, kannst du das machen? Das war ich so, Dude, ich krieg grad mal das hin. Draghi, ja. Das ist, den du meinst, ist wahrscheinlich Alex. Alex, unser Duden. Was denn? Ich weiß auch nicht, scheinbar klingst du cool. Oh, ich bin total überblendet. Er ist müde. Hast die voll krassen Stimmbänder. Echt, Mann. Oh, es hängt nicht damit zusammen, dass du fucking müde bist. Nein. Das heißt, wenn ich wach bin, bin ich scheiße. Geil. Ich bin jetzt endlich übermüdet. Da. Man braucht dich. Warte, hab ich jetzt den ich die ganze Zeit benutzt habe, jetzt weggeschickt? Das wäre doof. Shit, den brauch ich dafür. Ja gut. Aber hey, Shadow, weißt du, was ich die ganze Nacht aus dir gemacht habe? Dass ich halt die ganze Zeit alleine an der Anlage stand. Lass mich raten, du hast Castlevania geguckt. Nein, besser noch. Ich habe mir die 8 Stunden Desert Bus Stream von Joel angetan als Podcast. Alter. Es war so geil. Was mach ich denn da? Den hat er ja gar nicht gesumpft. Oh, Alter! Spyro! Mach das!
so macht. So. Wo ist denn das Vieh? Einfach nur durchgekriegt von beiden, voll eine geschallert. Katzrose. Hä? Achso, Mann. Hä? Nee, warte. Wo ist denn der? Hier. Sehr gut, Spyro. Das ist Hai bereit zum Abflug. So, letzte Welt, hat nur zwei Level und einen Boss. Der ist nicht da. Dachte sich auch nur. Dä. Und ist abgehauen. Das ist doch doof. Bei Level. Nee. Bei wow. Rank. Weißt du, was gerade passiert ist? Na? Pass auf, Tank ist gestorben, weil der Heiler das halt nicht nachheilen kann, weil der Typ einfach zu viel Puls. Geht einfach nicht. Ja. Ich hol mein Tank-Familie raus. Mein Tank-Familie rockt das hardcore. Tolle Scheiß! Mein Titan Iggy, das macht einfach alles. Es kann einfach alles. Es kann sogar Scheiben wischen, wenn es das unbedingt möchte. Oder hast du da keine Scheibe mehr? Da ist er doch. Hey, hatte ich dich nicht schon befreit? Jetzt so, bist jetzt du in der Lernen-Style, mal bitte. Und du musst ihn besiegen. Soll er nur kommen? Ich bin bereit. Erreiche den Ausgang in jedem Land von Nasty und nimm es dann mit dem Nork persönlich auf. Wie ist das hier? Willst du mit? Nein, schnack mich nicht von der Seite an. Ich will nur die Edelsteine. Jetzt streichelt sie alle meinen Titan Iggy, weil er das gerade noch gerockt hat. Aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir wenigstens den Kram hier direkt 100% machen. Haben wir direkt Platin. Like instant. Ohne Ratten zu schaden. Okay, gut. In 5 Runden rennen. Okay. Merken. Sachen wurden gemerkt. Die Edelschweine. Ja, ich muss mal gucken, wie lange ich jetzt hier noch brauche. Also, aber ich hatte eigentlich vor, heute noch mit dem zweiten anzufangen. Na, weißt du, was ich trotzdem heute Morgen gemacht habe? Um 7 Uhr morgens. Ein ganz großes Avo. Nicht nur Avo, ich habe Tomb Raider gestreamt. Du hast gestreamt heute Morgen? Ja, und Angel Player war auch dabei. LOL. Ja, der Angel schläft ja auch nicht. Der schläft irgendwie nie. Ich weiß nicht. Doch, er ist vor mir pennen gegangen, hat er mir gesagt. Die Sache ist, Angel bleibt für 48 Stunden wach und dann schläft er für 6 oder so. Richtig overpowered. Ja. Oh, das ist das. Ich darf also hier keine Ratten töten. Okay. Ratto! Ich habe sein Plague Inc. Stream heute geguckt. Oh Gott. So fucking gut. Ratto. Der Idiot. Los, Titan. Ignorieren wir den Tank. Du bist jetzt Tank. Den Titans. Yes. Nein, Angel, du schläfst nicht. Du machst nur die Augen zu und dann bist du wieder, bist du ein Android. Bist du vollkommen ausgeruht. Du bist ein Android allein schon. Das Angel-Modell. Ich akzeptiere nichts anderes. Angel ist in Wirklichkeit ein Android. Los, Titan. Ich glaube an dich. Titan so was? Hey, mein Titan Iggy ist klasse. Das ist wie so ein Waifu Hackpillow, nur besser. Nein! Oh, er hatte nur noch ein AP. Fick dich! Was machst du denn so schön? Fick dich! Mach weiter so, Spyro. Nasty hat bestimmt schon richtig Bammel vor dir. Ich an seiner Stelle hätte die Narkosen schon voll.
Hat der Typ einfach mal sein Jahr das Bello um Hals gehabt? Oh, warte. Ich merke aber immer mehr und mehr, wie sehr Sombra mein Favorit ist. Sag mal, willst du mir jetzt immer mehr meine Mains wegnehmen in dem Spiel oder was ist los? Das war schon davor, Dude. Außerdem, die Alte hat dieselbe Einstellung zu so Wrecking Ball wie ich. Alter, was habt ihr mal alle gegen fucking Hammond? Sie steht nur da, guckt ihn an und sagt nur so, ernsthaft, ich muss mit einer Ratte kämpfen. Wrecking Ball nur Peak. Sie steht da nur da und guckt ihn an, ich werde nicht genug dafür bezahlt. Diese Ratte macht mehr Schaden auf jeden Fall. Davon mal abgesehen. Oder sie guckt, du findest mich an meinen Stoffbären. Meiner ist aber viel süßer. Ich muss echt das gesamte Level machen, ohne irgendwie ohne Ratte zu töten. Eieiei. Wenn der dann schießt, sagt er dann ratatatatatata. Von der beiden, sein Lieblingsfilm ist auch bestimmt Ratatouille. Die Ratten sehen ein bisschen danach aus sogar. Au. Gesicht gefaced. Weggetasert. Los, Higi. Mach kaputt. Ding, 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 ding. Das ist immer so ein befriedigendes Geräusch, wenn du so eine Kiste kaputt machst und dann dieses Geräusch hörst. Oh ja, sicher, Jo. Nimm einfach alles mit, was du kriegen kannst. Was für ein Geräusch? Wenn du hier diese Kisten kaputt machst, wo du eigentlich einen Schlüssel brauchst. Ein Herz für Ratatouille. Dann kommt immer dieses. Na doch! Eigentlich hätte ich's wissen müssen. Ich wollte, dass du das Geräusch aber machst. Ich hätte es wissen müssen. Ja, ich hätte es wissen müssen. Mir Herz verraten. Ratto! Wow, ich hätte nie gedacht, dass ich mal gerettet werde. Schon gar nicht von so einem kleinen Drachen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gerettet habe, sagt jeder Heiler in Overwatch. Das will ich hoffen. Ich hätte nie gedacht, dass jemand tatsächlich mal sich einen Scheiß für mich interessiert. Alles, was ich immer höre, ist, I need healing. Jetzt hat der Franzosen-Tank einfach auch den Tank-LP benutzt. Lol, warum? In einer Trash-Mob-Gruppe. Heute das. Super, jetzt habe ich keinen Sparks mehr und darf aber keine Ratte töten. What? Hui! 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 Da fliege ich! Hui! Oder ich sterbe ganz einfach, das geht auch. Oh nein! Nein! Hu! Ha! Nein! Oh! Geh weg! Nein! Ach Mann! Nein, nein. Mann, ich hasse Corin. Ich mag Corin auch nicht. Corin ist so ein dummer Charakter. Corin kann einfach alles, ist dumm und scheiße. Okay, was war das denn jetzt? Spawn einfach in existence. Okay, Raptor lebt noch. Blop. Ja, ich hab total gut time. Mag ich überhaupt nicht. Ach, kein Spaß. Ach, komm her. Ratto. Tschüss. Spyro Logic. Don't ask, don't question it. Nein.
Ich bin gerade echt ein bisschen vorsichtig, weil ich halt nicht eine Ratte umbolzen will. Müsste das Level nochmal machen, also. Oha. Victory! Ich wollte gerade sagen. Und Bonk! Hat er da etwa gebonkt? Alter, der. Wenn das hier Smash wäre, ne? Der Typ hätte einfach Forward Smash gemacht, so like it's nothing. Oh, Spyro wäre auch so ein Charakter für Smash? Alter! Das wäre schon. Mal. Schon. Ja, dabei ist die Trophäe so einfach, wenn man das Level schon mal durch hat. Ja, eben. Aber ich mach's mir mal gern schwieriger, als es sein muss. Ich hoffe, das Level registriert es dann auch so nach dem Motto, ja, der hat wirklich keine Ratte gekillt in dem Durchlauf. Ups. Gut, beide getroffen. Alter, aber erstmal voll. Puff! Slap it! Ligretto, stopp! Weißt du? Typ haut mich einfach eine voll die Kehle runter und brüllt dabei Ligretto Stopp. Und ist gut. Aber ich hab's geschafft. Siehste, radastisch. Ratto. Oh, Spyro ist ein Charakter für Smash. Oh, genau wie Goku. Ich hab gehört, Vegeta kommt in Smash. Definitely. Waluigi, please. Definitely leaked. Ja, wieso? Waluigi ist doch im Spiel schon. Seit 3 Spielen. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Assist Trophy. John nickt. Genau, immerhin nickt John. Das ist das Gute an der Sache. Die Trophäe im nächsten Level? Ach ja, hier mit den. Irgendwie Zahnrädern musste ich sammeln, ne? Oder zerstören? Mann. Hier, warte mal, bevor der mal mit was war das denn? Warte mal. Hat der mir gerade einen Anker angehängt oder was ist da passiert? Lass dich doch von sowas nicht runterziehen. 6 Zahnräder am Hafen der Dämmerung, also, ja, gut. Ja, das ist der Bitte! Blizzard, aber warum sagst du das denn schnell? Sonic, achso, Blizzard, danke, dass du dem Sonic so einen Sub geschenkt hast. Mensch. Man ist zwar schön, dass er das sagt, aber warum macht er das? Ist das nicht eigentlich so Fremdwerbung? Hä? Ich sehe gerade so eine Nachricht in deinem Chat. Bis jetzt wurden insgesamt so und so viele Dollar für Direct Relief gesammelt. Die Aktion läuft jetzt noch 13 Tage. Danke für die Unterstützung bis jetzt. Das macht Twitch, ja. Ja, aber ist das nicht Fremdwerbung? Wieso? Ich meine, da kommt einfach irgendeiner in deinen Chat rein oder in ein Bot und der macht Werbung für was. Ist das nicht fein? Ist das nicht? Alter, ich habe jetzt den ganzen Sommer mit dem fucking Stay Hydrated Bot gearbeitet, also. Und der hier macht wenigstens was, also von daher. Was macht der denn? Der sagt was Gutes. Der sagt nicht, du musst trinken. Du Schwachkopf. Alter, du musst trinken. Trink, du Schwachkopf. Shadow. Ich hab gehört, Wasser ist ganz hilfreich. Ja, ich brauche noch 20 Otzenfotzen, damit ich heute nicht sterbe. Ach, Otzenfotzen? Ja, die habe ich im Angebot. Ganz frisch. Sind noch feucht. Boah. Ah, ja, gut. Mhm. Oh Gott, ich war auf alles vorbereitet, aber nicht das. Schön nass und feucht. Schöne Otzenfotzen. Das wird interessant hier gerade. Ich muss dir eine Geschichte erzählen. Ich habe heute meinen Mäuschen heute Morgen Salat reingeworfen in den Käfig. Salakis. Ja, passt. Ich hab die Möglichkeit, Salakis. Schmeiß den Salat rein. Cappuccino rennt raus. Schmeiß dich komplett auf den Salat drauf. Man hört von beiden dieses sanfte. Irgendwann, das war bevor ich die Heizung eingeschaltet habe, guck ich so rein. Wo ist denn der ganze Salat hin? Ich habe gerade eine riesige Handvoll Salat reingeworfen. Was sehe ich? Sie haben teilweise den Salat als Baumaterial für Wärmezufuhr in das kleine Häuschen reingestopft. Und gleichzeitig sehe ich aus diesem
kleinen Fenster von dem Häuschen eine kleine schwarze Schnute rauszuholen, wie sie so eine Salat nippelt. So ganz ab, dann sieht man so nam. Süß. Ja, die machen sich halt Wind für den Winter fest. Ja. Wozu ist das? Okay. Nimm dich von Nordkommandos in Acht, Spyro. Die sollten sich lieber vor mir in Acht nehmen. Ich fick ich weg. Oh, Turbo. Okay. Oh, Cletus. Wo wir es gerade hatten. Bislang noch kein einziges Zahnrad gefunden, von dem, wo hier die Rede sein soll. Ich hab verstanden, ich hab bis eben kein einziges Zahnrad gefunden. Das auch nicht. Müssen eigentlich Drachen zum Zahnarzt? Vielleicht. Wer macht das? Vielleicht sind sie wie Haie, dann wird nur gezogen. Da kommen einfach neue. Ja, so Torpedogebiss. Das muss super geil sein, sowas zu haben. Machst du so wie Arlong. Nimmst du so dein Gebiss und irgendwie Leute, die haben das. Die Hände. Ja, eben. Was meinst du, Auron? Tatsächlich gibt's Leute, da könnte man sagen, die haben so etwas. Halt, ich verstehe. I understand. I understand the concept of love. Ja, of love. Auf dem Falafel. Understand. Jetzt ist die Frage, was sind überhaupt Falafel? Disgusting things. Was? Ich mag Falafel überhaupt nicht. Kehr aber nicht, was sie sind. Mr. Sandmann. Gib mir Pumpgun. Ich hab meine Adventskalender noch gar nicht aufgemacht. Ich glaub schon doch. Ich glaub, ich hab meinen heute schon aufgemacht. Erstmal ein kleines Türchen öffnen. Alles auf die Hand. Alles in den Mund. Das habe ich einmal gemacht. Ganz ehrlich, du kauf dir am besten ein Adventskalender, so wenn schon der halbe Monat rum ist oder so, weil dann sind sie nämlich günstiger und dann machst du einfach alles direkt auf und packst das in eine Schale. Beste Schokolade. Bah. Sekunde, sind alle Zahnräder so an diesen Türrahmen? Weil wenn ja, dann... Uff. Big Uff. Das brauche ich jetzt nicht. Oder um es wie ein Italiener auszureden. Uff. Oh. Das wird witzig zu finden. Genau. Geh nochmal kurz zurück und check das nochmal. Nein, sind sie nicht. Oh, wunderbar. Das heißt, es wird richtig elendig zu suchen. Da ist eins. Die sind aber auch böse versteckt, ey. Okay, zwei haben wir. Das ist jetzt die Frage. Die können also überall sein, ey. Ey, Luigi? Dump. Ey, dieses Geräusch immer, ne? Beste. Oh, Junge, Kartoffelsalat. Das hatte ich letztens. Ich hatte voll den Hieb auf Kartoffelsalat. Ich weiß nicht warum. War einfach so. Gesundheit. Ach, die Zelda Poison Immunity? Oh, cool. Ich weiß zwar nicht, warum Zelda aus Wilder Atem. Wilder Atem? Wilder Mundgulli. Atemlos? Atemlos! Link atemlos durch Hyrule. Und auf einmal ist es einfach nur Link, wie er versucht zu atmen. Ist dann Gandalf einfach nur Helene Fischer? Ich meine, ich kenne daran keinen Unterschied. Oh Gott, ja. Okay, dann
diese Zahnräder sind dann doch ein bisschen trickier, als ich dachte. Ich dachte, es ist einfach so, ne, so ein Ding, was hier irgendwo rumflattert. Aber warum sehen all diese Öfen aus wie Münder? Das stört mich. Naja, wenn sie Zahnräder haben, haben sie auch Zähne. Stimmt, dann müssen sie auch Münder haben. Oh Gott, jetzt. Oh. 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 Uff. Oh. Nein, nein, doch. Oh. Uff. Nein, doch, uff. Nein, doch, uff. Nein, doch, uff. Ist gut. Okay, ich habe 3 übersehen. Ich weiß doch, wie wird ich das so? Klein, aber oh, oh. Klein, aber uhu. Ja. Okay, wir haben davon alles. Oh mein Gott, hier sollen irgendwo noch jetzt 3 von diesen Zahnrädern sein. John nickt. John knickt? Ja, John knickt. Das auch. Alles, nee, wir hatten gestern, da war der nicht bei, hatten Hol und ich immer so über, wir hatten erstmal über John Wick geredet, über den Film, ne? Mhm. Und dann haben wir uns dann so überlegt, so, so wie bei den Game Grumps mit Mashman und Stashman. Und da ist ein Zahnrad. Nummer 3. Mashman und Stashman? Den Gig habe ich verpasst, glaube ich. Echt? Da haben sie, als sie Mega Man 2 gespielt hatten. Habe ich, glaube ich, verpasst. Mann. Mann. Und hier hast du noch mehr Anime-Empfehlungen als Made in Abyss. Ich fand den ja super. Boah. Kommt drauf an, welche Sparte. Aber du wolltest jetzt erstmal von Mashman und Stashman erzählen. Ja, John Wick auf jeden Fall. Und wir haben dann immer so Ideen gehabt, was man daraus noch machen könnte. Zum Beispiel, wenn du jemanden brauchst, der dir zustimmt, John nickt. Oder falls du mal einen guten Kampfchoreografen brauchst, John kickt. Also ich finde, John lickt auch gut. Okay, den hatten wir nicht. John lickt. Falls du mal ein paar Briefmarken unterbringen musst. Und so kam halt der Meme zustande, John nickt, wenn du Zustimmung brauchst. Meine Güte. Ist jetzt gut, Pikachu. Das passiert, wenn man... Deine Mutter hat dich nicht gemocht. Pika. Du bist ein EVDV-Inzest-Baby. EVDV-Inzest-Baby. Alter. Ja, da wird doch... ist doch so, wenn du hier EVDV auf DV züchtest, dann nimmst du doch immer praktisch das Kind und packst es dann mit den Elternteil zusammen, bis du dann irgendwann die Kinder mit den Kindern zusammenpackst oder solche Geschichten. Stimmt, wir hatten auch den Pornostar John Fickt, genau. Klingt nach einem soliden Titel. Ja, wir hatten so ein paar. Klingt nach einem soliden Titel. Nach einem soliden Titel. Mir fehlen echt noch 2 Zahnräder und das Level ist an sich ja kurz. Du hast einfach instant mal dein Final Smash, ist schon ein bisschen unfair, ne? Ja. Nicht im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Nee, finde ich jetzt nicht so. Denk mal, er sieht das anders als du. Ja, er hat mich jetzt einfach gebodyscheckt und dann war ich weg. Geh zum Arzt namens John Sick. Ich habe ihn übrigens knapp 5 Tage gebraucht, bis ich gecheckt habe, wo der Story, Anführungsstrich, Storyboard ist von Smash Bros. Lol. Ja, der ist nicht wirklich großartig verzeichnet. Ja, und ich dachte mir so, wann schalte ich das frei, als wenn ich alle Charaktere habe? Nüss. Und da habe ich einfach mal online gegoogelt, bis ich gecheckt habe, du musst in den Geistermodus reingehen. Ja. Das ist der Storyboard. Geister. Ich wusste es. Ist da wo einer? Oh, okay. Das war easy. Wo sind diese scheiß Zahnräder? Aber wirklich Anime-Empfehlungen? Boah, schwierig, weil ich gucke wirklich nicht so viele Animes. Also ich gucke aktuell Full Metal Alchemist Brotherhood. Oh. Hab ich schon gesehen. Oh. Oh, wow. Ich weiß. Ich bin jetzt bei Folge 14, glaube ich. Ja, doch, 14. Der hat irgendwie 52 oder irgendwie sowas? So. Oh, so in dem Dreh. Ich hab Greed kennengelernt. Oh. Oh, ich hasse Greed.
Der wird nachher einfach nur noch ein nerviger Charakter, der einfach overpowered ist. Ja. Der ist einfach da. Ich mag ihre Lehrerin, ihren Sensei. Bin nur eine einfache Hausfrau. Barf! Barf's, ja. Barf's Blood. Ja, oh, sie ist cool. Ja, wenn man so humane Transmutation macht und dann einfach halt die Hälfte seiner Innereien aufgibt, dann ist schon scheiße. Okay, nur... Okay, wo fehlen mir zwei? Also falls es jetzt wer weiß, welche zwei mir fehlen, darf man mir gern sagen, wo. Weil sonst hängen wir hier, glaube ich, noch ein bisschen länger als nötig. Tut zwar gerade selber noch, aber... Ich habe keine Ahnung. Wenn wir hier relativ finden, war hier was? Okay, ich muss mir selber passen. Stamina-Battle! Stamina? Savardo. Ah, hier. Okay, eine fehlt nur noch. Alter, ist gut jetzt. Ich kann mit einer... Ist gut. Nein, stopp. Ah! Fuck off. Am Ende... Das, was mega geil war, die Route, die ich am Anfang gewählt habe, Andy. Hm. Ich habe die so gewählt, dass ich als allererstes, das zweite Trophäe... Dass ich erstmal Pummelluft gekriegt habe, ich dachte mir, wow, ernsthaft. Wow, thanks. So, jetzt fehlt nur noch. Ah, okay, hat's erledigt. Ich brauche euch nicht. I don't need you. Krieg die Trophäe jetzt. Wenn du Pummelluft spielen kannst, ist Pummelluft richtig OP. Gut, der Walzer ist kacke. Den haben wir richtig genervt. Ach nee, 6 fehlen. Okay, ich brauche euch doch, sorry. Seid nicht böse auf mich, bitte. Als Pummelluft braucht man nur die Ohrfeige. Im Pumpenraum müssten 2 sein, warte mal. Diese Hydrantenschlampen. Keule. Keule? Hier fehlt eins. Erzkeule? Ich dachte, ich war auch so auf 5 fixiert. Oh, hier in der dunklen Ecke, ey. Ja. Yay. Didn't sit. Mit 2 Bergen und den Tiefen bleiben wir. Was ist los hier? Mit 4 Pummels und einem Titten und einem fucking Kerl, muss ich sagen. So. Ich glaube, das war. Mäuschen? War das das letzte Level, ne? Mäuschen, was macht ihr da drüben? Mäuschen. Ich sehe sie nicht, weil dazwischen ein Vorhang ist. Aber ich höre sie und ich höre sie laut. Ich denke, was macht ihr da zum Geier? Iku. Das sind 2 Weibchen. Iku. Juri. What the fuck? Okay. So, jetzt kommen nur noch Gnasty Gnörgen. So, dem muss ich 5 Runden rennen lassen. Ich meine, mich zu erinnern, wie der Fight ablief. Du warst jetzt ein bisschen her. Oh Gott, es ist Jeff. Oh, scheiße, es ist Jeff. Was ist das da für eine Aussage? Oh mein Gott, es ist Jeff. Jeff ist richtig OP. Wer ist Jeff? Kennst du aus Earthbound den mit den, Oh Gott, das will ich, was du meinst. Mit der Brille, der, oder praktisch die Assist Trophy, die konstant diese Silvester-Raketen schießt. Den grünen Anzug. Der mit diesem Bob-Haarschnitt, den blotten Haaren. Der kommt raus und dann sagt er, oh, ich mach jetzt erstmal hier Silvesterraketen. Wii. Ach, der. Ja, und der hat hier so einen Geisterbattle, da musste gegen 3 Icklings kämpfen und alle haben Knarren. Alle haben Knarren. Ja. Alles sagt das Battle, wenn really serious. Was wollt ihr mir antun? Wollt ihr mich mit Farbe besprühen? It has a gun. Oh, shit. It's a gun. War ja wirklich so. How can we upgrade Splatoon with a gun? With a gun. Ich stell dir vor, statt zu einer Spritzpistole haben sie Spritzpistolen, aber als Minigun. Wieso packen sie nicht einfach nur so rein?
Weil sie da irgendwie einen Container bräuchten, wo Säure beinhalten kann, ohne selber zu verätzen. Ja, gibt's doch bestimmt. Ja, aber... So eine Säure-Super-Soaker? Säure-Super-Soaker, Alter. Ja. Alter. Ich sehe da kein Problem. Siehst du ein Problem? Ich sehe das Problem, dass ich gerade getaser-faced wurde. Ey, bring es. Boah, scheiße, bring es. Was war das denn jetzt? Hast du gesagt, dass du es bringen sollst? Ach, jetzt habe ich den Schlüssel mit mir. Was die Mäuse machen. Ach ja, stimmt, das waren ja zwei. Ach so, genau. Shit. Halt doch mal. Können wir erstmal das Geld hier ein. So. Nee, falsch. Du kleiner Ficker. Geht doch. Ich mache aber trotzdem nochmal eine Runde, nur um sicher zu gehen, dass ich hier nichts vergessen habe. Das Problem ist halt immer, du musst halt Sparks Arbeitsverweigerung mit einrechnen. Dass er sich manchmal einfach sagt, so, nein. Mir steht Urlaub zu, du Fatzendrache. So, und jetzt muss ich ihn laufen lassen. Laufen lassen, laufen lassen. Aber Geld. Das ist mein Geld. Fünf Runden, Alter, Verwalter. Ich weiß dann immer, wie oft ich den treffen muss. Ah! Was war das denn? Zwei Totenschreien. Das klang ganz merkwürdig, ey. Das war ein schöner Schüttelschüttel. Das war haschisch. Vor allem der Nasty, der rennt ja auch schon ganz schön weit vor, ne? Also. So, das war Runde 1. Das ist auch zum Glück überhaupt keine langweilig und nervige Trophäe, nein. Kann auch werfen, Yoshi. Los, ne? Yoshi. Ah, ich will Sparmer Arbeit schlechter. Ja, nee, Sparks macht seine Arbeit manchmal echt scheiße. Manchmal, also es ist klar, geil, dass du von Anfang an dir anzeigen lassen kannst, wo Zeug ist. Also wo halt Edelsteine dir fehlen. Aber manchmal will er einfach Edelsteine nicht einsammeln. Das ist dann einfach so. Das ist schlicht und ergreifend Arbeitsverweigerung von dem kleinen Ficker. Weißt du, da ist er mal... Da kriegt er mal eine sprechende, tragende Rolle in den anderen, in dieser anderen Trilogie da. Und schon denkt er sich so, nee, ich will einen vernünftigen Job. Gibt's nicht. So. Lauf, komm, Junge. Bin ich ja froh, dass im zweiten und dritten Teil die Bosse um einiges interessanter sind. Ach, du bist immer noch im ersten Teil. Hm? Ich dachte, du bist schon irgendwie in Spyro 2. Nee, ich bin jetzt hier gleich mit dem ersten fertig. So, wen kann ich denn alles beschwören? So, war das jetzt Runde 3 oder 4 schon? Ich habe mittlerweile... Wer bist du denn? Ach, du bist diese... Interessanter aus Kid Icarus. Ich weiß auch nicht mehr, wie oft ich den Typen treffen muss, damit er stirbt. Deswegen fahr mal lieber auf Nummer sicher. Lass ihn ein bisschen mehr rennen. Kann ihm nicht schaden. Ein ziemlich beefiger Dude und hat offenbar einmal zu viel Lag Day geskippt. Man, guckt ihn euch mal an. He really skipped Lag Day. Obwohl es sieht eher aus, als hätte er nie auch nur einen einzigen Tag Lag Day gehabt. Ah. Er leckt auch einfach nur nach hinten. Achso, das. Ich hab ganz vergessen, das ist ja noch mehr. Oh shit. Mr. Sandmann. Hau mich kaputt. Hau mich kaputt. Nein, ich bin nicht mit dem Internet. Nee, das war's. Stimmt ja. Man rennt ihn einmal hinterher, sein Kopf zerplatzt.
Bark sieht immer noch aus wie eine hässliche Mutation. Holy fuckles, it's Knuckles. Oh, ich will dich kaufen, aber andererseits bist du eigentlich nicht wert, aber andererseits mag ich dich. Lava Flow Immunity. Okay, ich kauf dich. Fuck it. Bist du beim guter Geist? Was ist mit Gnasty Gnork? Gnasty Gnork. Nasty Gnork. Gutes Franchise aus gutem Geist. Also heißt das, es herrscht wieder Ordnung im Drachenreich? Ja, größtenteils. Ich muss noch ein paar Schätze einsammeln. Was hast du jetzt vor? Schafe töten. Ich denke, alles ist möglich. Ich finde es schön, dass das Spiel kein eigenes Logo bekommen hat, sondern nur unter der Trilogie gilt. Oh boy. Spyro. Re-Spyro Ignited. Spyro Ignited. Ignite. Ignite. Gnasty Gnock. Nein. Was? Hä, was war das denn jetzt? Ich hasse sie. Nasty ist jetzt Geschichte. Und? Was ist da drin? Ich glaube, das ist Nastys Schatzkammer. Aber das Tor öffnet sich nur, wenn du alles im Drachenreich gefunden hast. Komm hab ich. Wieder, wenn du 100% erreicht hast. Hab ich. Fuck you. It's my money now. Schatzkammer. Oh, war die Schatzkammer nicht einfach nur so nach dem Motto, sammel alles ein? Aber irgendwie total unbefriedigend. Den Spyro-Rap. Ich glaube nicht, dass ich das kennen möchte. Spyro. He has a gun. He has a gun. He's gonna shoot you. You'll probably die. Genau. Oh. Oh ja. Oh, das ist... Stimmt, die Version. Ich bin gleich wieder. Oh, der neue DK-Rap, ja. What the fuck? So, einfach Zeug einsammeln hier. Da wir jetzt ja Sparks haben, ist das um einiges leichter. Ach, komm her. Hör auf zu sabbeln und komm her. Oh, Alter. Geht doch. Also ich pack. Neuer DK-Rap. Oh ja. Von Brandon Floss. Müsst ihr euch unbedingt mal anhören. If he shoots you, you'll probably die. Ach stimmt, man konnte man nicht höher als das, als das Höchste, wo du lang geflogen bist. Das ist so das war so merkwürdig hier. Stimmt ja, ein Bein juckt. Lass das Bein, ich brauch dich. If he shoots you, you probably die. Wofür ist dieser Tunnel? Der bringt ja gar nichts. And now here's Chunky. He's dead. Das ist das Geilste. Und wirklich, guckt euch den an, wenn ihr es nicht schon kennt. Also es ist unglaublich gut. Chunky ist einfach tot, leider. Das ist... traurig, aber wahr. Ach, hier. Oder auch nicht. Oh, Alter, was ist mit meinem Bein los, ey? He's dead. Ach, hier. Schön an der Seite. Jetzt gibt's die großen Banknoten hier.
stimmt, man musste immer so ein bisschen mehr an Höhe kriegen, damit man dann an die nächsten Punkte kommt. Alter, er denkt sich aber auch Mio Nanda, yo, Smokey. Alter. Spyros Wendekreis ist echt merkwürdig hier in dem Spiel. Ah, komm. Geht doch. Dann der ist Chunky. He's dead. Ich kann es leider, wie gesagt, nicht abspielen. Aber, ne. Es gehört nicht mir. Deswegen fahre ich da lieber auf Nummer sicher. Ich kenne das nicht. Ich habe da keine Ahnung. Sucht einfach mal New DK Rap und dann werdet ihr es schon finden. Ja, stimmt, die brauche ich auch noch. Jetzt haben die Penner auch noch gelernt, wie man Flugzeuge fliegt. Alter, liegt hier auch einfach an mir vorbei, als wäre es nothing. Ja, das hat er nur davon. He's probably dead. Ne. Das klingt immer noch so unglaublich befriedigend, ne? Aber generell eine Menge von Brandon Floss ist verdammt gut. Hat schon eine Menge gutes Zeug gemacht, der Dude. Ach, hierfür ist das. Ach so. Damit ich ihm langsam in der Luft folgen kann. Mensch, sag das doch gleich. Nur, dass er irgendwie an manchen Punkten schneller wird als ich. LOL. What the fuck? Komm her. Komm her. Nein! Ach du. Hallo. Danke. Geht doch. Nani. Das ist mir doch nicht eingebildet. Der eine Schlüssel ist eben einfach schräg reingegangen. Was hab ich denn jetzt vergessen? So, ich glaube, höher ging nicht. Hier ist noch eine Rakete. Ach, hier geht's nach Hause. Nee, nach Hause will ich nicht. Sparks, du faules Stück Scheiße. Nimm das doch mit, Mensch. Sei mal ein Mitmensch und nimm es mit, Mensch. What the fuck? Der Typ hat ein... Keep out, no entry. Geht ja auch noch seine Memes oder was? Scheiße, ich hab den Meme-Tresor gefunden. Der Typ hat echt Fanbrief, oder? Er hat sich selber gemacht. Rhymes with devastation. Imagination rhymes with devastation. Confidence, there's nothing standing between you and your goal but a little tiny purple dragon. Power to... Knowledge. Power to turn dragons into crystals. Was ist das da oben? Teamwork. Is... Who can't do it themselves. Patience is for dragons. Alter. Einfach Memes. Ich habe einfach den Meme-Tresor gefunden. Ich krieg den Meme-Tresor leider nicht auf. Schade. Ich hätte zu gern gesehen, was in dem Meme-Tresor ist. Den Meme-Tresor nicht plündern. I got everything. Hamster. Gnastis Untergang. Platin. Easy. Hat jetzt knapp 6 Stunden gedauert. Ein bisschen mehr.
Spyro der Drache. Du hast Gnasty Gnork besiegt. Gnasty Gnögen. Eier gesammelt, die Drachen gerettet und sämtliche Schätze im ganzen Drachenreich geborgen. Oh. Und da bist du für 100% Charity. Danke dir, Nu. 100% Hashtag Charity. Ich will nicht bis ans Ende. Wieso spielen die Basketball mit einem fucking Schaf? Ich bin in seine schrägen Schergen geraten. Schergen? Ach, vergiss es. Wie heißt es so schön? Jeder gute Kampf braucht einen guten Gegner. Und ich finde, Nasty war trotz seiner vielen Fehltritte ein würdiger Gegner. Oh oh, da geht's wieder los. Das hat er gehört. Er hat seine Memes aufgestockt, seitdem ist er overpowered. Es ist Gnasty Meme. Oh ja, aber nee, wisst ihr, da können wir doch heute noch locker mit Spyro 2 anfangen. Das wird nämlich auch noch um einiges fancier. Wobei, ich glaube, Spyro 2 war auch nicht so lang. Es gab halt nur ein paar Quests, wo ein bisschen tricky waren. 100% des Levels, ich habe 100% des Spiels. Ich habe sogar 120%. Get on my level. Beendon. Oh, yes. Oh, shit, boy. Geil gemacht.